Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hildesheim, des Landkreises Hildesheim und vor allem hier, herzlich willkommen. Heute ist ein sehr guter Tag in mehrerer Hinsicht. Wir eröffnen wieder, Sie sehen, wir hören schon Glockenläuten, die Europagespräche im Wintersemester 2022-2023 für Geschichte. Es ist auch insofern ein sehr schöner Tag, weil wir heute Gelegenheit haben, ich würde sagen, den Idealtypus eines Referenten vorzustellen, der aus der Region stammt, aus Harsum, der es geschafft hat, dual, also doppelt clever, sein Studium anzulegen, mit der Praxis, die Wissenschaft zu vereinen und der gleichzeitig auch schon promoviert hat, der seine Promotionsarbeit veröffentlicht hat und dies nicht nur in deutscher, sondern in chinesischer Sprache. Und der noch was Besonderes erreicht hat, das werde ich Ihnen aber erst am Ende der Vorstellung sagen, damit es richtig spannend bleibt. Dr. Joachim Algernissen, Jahrgang 1986, hat zunächst im Rahmen der Volksbank Hildesheimer Börde, der wir sehr dankbar sind, wie Sie hinter mir sehen, fördert diese Volksbank Hildesheim etc. Wattensen, Werte, unsere Reihe seit mehr als 15 Jahren, was nicht immer einfach war und nicht immer die Mittel von der Europäischen Union bekommen haben. Dort hat Herr Algernissen die Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht in den Jahren 2005 bis 2008. Er hat dann in Göttingen in den Jahren 2008 bis 2021 seinen Bachelor of Science gemacht in General Management, Fokus Marketing und Finance. In weiterer Folge Praktika im Equity Research, Fondsmanagement und Change Management bei der DZ Bank AG Union Investment Privatfonds. Dann hat er, was sinnvoll ist, ich sage das immer wieder, Erasmus-Programm wahrgenommen. Er ist einer der Erasmianer. Er war in Worcester, University of Worcester in England, in der United Kingdom, hat dort ein Erasmus-Semester verbracht, 2011. Und dann ging es weiter, von 11 bis 13 war er an der University of Liechtenstein, die gibt es auch. Und dieser Zwergstaat hat eine Universität. Kann man einfach nicht wundern, weil dort sehr viel Geld und sehr viel Power ist. Dort hat er seinen Master of Science gemacht in Banking and Financial Management. Und hat da gleich nochmal einen draufgesetzt mit einem Executive Master of Business and Administration in International Asset Management. Dann habe ich weiter durch den Lebenslauf marschiert. Schließlich von Oktober 2013 bis Juni 2018 war er sehr intensiv beschäftigt mit der Erarbeitung einer wissenschaftlichen Analyse der Rolle von Hans Stiegmeier. Und er hat das sehr systematisch gemacht. Die Biografie, ausführlich Stiegmeiers Weg über die verschiedenen Ministerien, Wirtschaftsministerium beispielsweise, Ludwig Erhard, da saß er am Schreibtisch von dem, nicht der Herr Algernissen, sondern Stiegmeier, und Finanzministerium Friedrichs bis dann zum Präsidenten der Deutschen Bundesbank. Und als solcher hat er nicht nur ganz wesentlich auch an der kritischen Beobachtung, an der Mitgestaltung der europäischen Einheitswährung mitgewirkt, er war zuvor auch noch in zentraler Funktion, als es um eine andere Währungsunion ging, nämlich um die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion Deutschlands, die am 1. Juli 1990 mit Einführung der D-Mark in der DDR dann endete. In dieser Zeit, also von 13 bis 18, hat Herr Dr. Algernissen seine Dissertation systematisch, und ich habe das verfolgt über die diversen Seminarauftritte in unserem Forschungskolumbium, Schritt für Schritt, immer dichter, immer profunder, immer professioneller vorgestellt, und da war klar, daraus entsteht ein wirklich substanzielles, wegweisendes Werk. Gutachter war auch Athanasius Pizulis hier von unserer Uni. Und vor allem, was für uns sehr, sehr wertvoll war, Lars Feld war Mitbetreuer, Prüfer, auch bei der Defensio, also bei der Verteidigung der Arbeit. Lars Feld war ja ein wichtiger Mann im Sachverständigenbeirat einer der Wirtschaftsweisen und ist derzeit auch der Wirtschaftsexperte und Berater des
des Finanzministers in Deutschland. Herr Algerwiesen hat an der Universität Göttingen auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet von 2014 bis 2016. Und dann ist schon die Politik auf ihn aufmerksam geworden, weil solche Leute, die Expertenkenntnisse haben zur deutschen Finanz-, Wirtschafts- und Währungsgeschichte, sind natürlich gefragt. Und so hat Herr Algerwiesen auch gearbeitet in der FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag in Hannover. Er war dort ein persönlicher Referent des Fraktionsvorsitzenden Christian Würr. Und er sagt Ihnen vielleicht auch, was der ist, nämlich derzeit auch der Fraktionsvorsitzende der FDP im Deutschen Bundestag. Und als in dieser Funktion ist auch heute inzwischen Herr Algerwiesen tätig. Er hat, Herr Algerwiesen, als Pressesprecher gearbeitet im Rahmen des Deutschen Bundestages unter Christian Dürr. Fokus Haushalts- und Finanzpolitik, das erwächst halt aus so einer wissenschaftlichen Studie. Er hat dann auch gearbeitet in den Jahren 2019 bis 2022 für Niedersachsen Metall in Hannover und war dort Büroleiter der Hauptgeschäftsführung mit dem Fokus Wirtschaftsstandort Niedersachsen. Mit dem Schwerpunkt, wichtig, Automobilindustrie. Deswegen sage ich das im Bundesland Niedersachsen. Es schloss sich an noch eine einjährige Tätigkeit für eine Serviceagentur für die Wirtschaft, GmbH in Hannover, was Dr. Algerwiesen als Geschäftsführer tätig war, eine Unternehmensberatung. Und das ist eigentlich auch seine Haupttätigkeit, nämlich für Unternehmen Ansprechpartner sein, für Verbände Ansprechpartner zu sein, Teams zu leiten, politische Koordinierung vorzunehmen. Und dennoch ist er Algerwiesen immer noch auch an Fragen der Wissenschaft und Forschung interessiert und schließt auch weitere Untersuchungen und Forschungen im Zusammenhang mit Giebmeier etc. nicht aus. Ich darf erwähnen, seine Publikationen, unter anderem hat er schon 2016 mit einem Co-Autor gearbeitet über Outsourcing des Controlling, Status Quo und Potenzialanalyse, eine Studie im deutschen Mittelstand. Er hat auch gearbeitet und publiziert über ein Thema wie Digitalisierung in Bildungsprozessen. Wie wichtig das ist, ist uns allen klar, auch an den Universitäten. Eine Studie im deutschen Mittelstand. Und dann eben, darf ich erwähnen, in einem wirklich renommierten Verlag, Mohr & Siebeck, das Buch Hans Dietmeier, Ein Leben für ein stabiles Deutschland und ein dynamisches Europa. In der Reihe Walter Eucken Institut, Untersuchungen zur Ordnungstheorie und Ordnungspolitik. Und dann kam auch eine Anfrage aus Beijing. Die Chinesen haben sich dafür interessiert. Für was interessieren sich die Chinesen eigentlich? Für alles jedenfalls, was relevant ist. Für alles, was relevant ist und wirklich wirtschaftlich und politisch relevant ist, auch sicherheitspolitisch manchmal, nämlich was sich in Deutschland und in Europa tut. Und daraus ist die chinesische Übersetzung entstanden. Die deutsche Fassung können Sie heute, falls Sie Interesse haben, Herr Dr. Algerwiesen hat einige wenige Exemplare bekommen, auch für einen besonderen Autorenpreis bei ihm erstehen. Was darf ich noch erwähnen? Herr Dr. Algerwiesen ist auch in der Wissenschaft nach wie vor tätig. Er doziert in Göttingen im Bereich Finanzierung, Investition, Corporate Financial Management, Eurozone, wie geht es weiter? Das ist übrigens heute auch der Vortragsfokus sein. Es geht nicht nur um Dietmeier und seine Biografie, sondern was ist aus dem, was sich Dietmeier vorgestellt hat, was der Euro sein sollte, was er sein würde, was ist daraus geworden? Wie deckt sich das noch mit den Vorstellungen von Hans Dietmeier und wie sieht es überhaupt aus mit der weiteren Perspektive für die europäische Einheitswährung? All das, meine Damen und Herren, ist Thema jetzt des Vortrags, aber ich darf eben nicht vergessen, die wichtigste Nachricht Ihnen zu verkünden, die ist absolut neu, brandneu, noch nicht bekannt, weil es wird erst Mitte November bekannt werden. Die Zeitung Kapital, die im November 2022 jetzt in diesem Monat erscheinen wird, hat unter anderem Dr. Joachim Algerwiesen unter den Top 40 Talenten für Wirtschaft und Politikkenntnisse ausgezeichnet. Und das ist wirklich einen eigenen Applaus wert. Wir freuen uns. Wir freuen uns, Dr. Algerwiesen, jetzt über Ihre Ausführungen zum Thema Europa zwischen Aufbruch und Frustration. Wie steht es um den Euro und unsere Wirtschaft? Und Hans Dietmeier ist im Geiste dabei. Er schwebt über uns und freut sich, dass das Werk über ihn heute auch eins präsentiert im Rahmen unserer Reihe Europa. Auf geht's.
Vielen Dank für die freundliche Einführung, lieber Herr Lehner, und vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute hierher gekommen sind, nach Hildesheim meine Ausführungen folgen möchten. Vielen Dank fürs Interesse, er freut mich immer sehr, gerade weil in den Jahren 2013 bis 2018 ist hier sehr viel meiner Lebenszeit reingeflossen und sehr viel Motivation, aber auch Frust natürlich, was so ein Buch mit sich bringt. Und insofern freue ich mich auch immer, wenn Menschen dann auch Interesse daran zeigen, was man da erarbeitet hat. Und ich habe heute für Sie, meine Damen und Herren, versucht, ein Thema rauszupicken. Herr Gehler hat es gerade schon kurz gesagt, nämlich das Thema Eurozone, weil Herr Tietmeyer damals als Bundesbankpräsident den Euro als ganz maßgeblich geprägt hat und auch ein eigenes Modell hatte für den Euro. Das war nicht nur das Tietmeyer-Modell, das wurde am Ende auch das Bundesbankmodell oder das deutsche Modell. Und ich habe das jetzt versucht weiterzudenken in die heutige Zeit, nämlich die Frage, was davon eigentlich übrig geblieben? Also was gibt es davon überhaupt noch? Und das möchte ich Ihnen heute präsentieren, deswegen auch einen ganz starken Gegenwartsbezug. Ich möchte eine Sache noch korrigieren, nämlich ich bin nicht mehr tätig für die Arbeitgeberverbände, sondern mittlerweile arbeite ich für die FDP-Bundestagsfraktion, nämlich wieder für Christian Dürr, bin der Büroleiter in der Bundestagsfraktion, also arbeite quasi indirekt für die Bundesregierung derzeit, aber die Farben der FDP, also das vielleicht noch vorab, damit Sie auch meinen aktuellen Stand wissen. Eine Sache möchte ich auch vorweg, das ist mir ganz wichtig, betonen, nämlich einen ganz herzlichen Dank an Herrn Gehler. Ich habe jetzt endlich mal die Gelegenheit, auch öffentlich das mal zu sagen. Herrn Gehler habe ich schon ganz oft gesagt, denn ohne Herrn Gehler hätte es dieses Projekt nie gegeben. Denn Herr Gehler hat das mal angeleiert vor über 10 Jahren. Und dann bin ich da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zu bekommen, über einen Kontakt, dass Herr Gehler mal meinen Vater angerufen hat und gefragt hat, ob er jemanden kennen würde, der sich dafür interessiert. Und das waren viele Zufälle und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin vor allem Herr Gehler Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich da in den letzten Jahren so tatkräftig immer unterstützt haben. Und ich heute hier so als i-Tüpfelchen quasi auch in den Europagesprächen sprechen darf. Deswegen, lieber Gehler, vielen Dank dafür. Kommen wir zu meinem heutigen Vortrag. Ich habe im Grunde 4 Agendapunkte für Sie mitgebracht. Zu Beginn einmal nochmal zu meiner Person. Wer spricht heute eigentlich zu Ihnen und warum? Also warum meine ich eine Expertise in diesem Bereich zu haben? Da möchte ich Ihnen kurz einige Sätze zu sagen. Im zweiten Schritt möchte ich Ihnen nochmal ein paar Hintergründe zu diesem Buchprojekt nennen. Wie kam das und warum habe ich überhaupt in China veröffentlicht am Ende auch? Und dann als dritten Punkt, und das ist so das Zentrum, das Thema Eurozone. Ja? Also das deutsche Modell, was daraus geworden ist, am Ende auch ein Fazit. Ich kann jetzt schon sagen, ich habe keine Glaskugel, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich versuche sie zumindest so ein bisschen zu inspirieren dafür, was ist eigentlich los in der Welt, was ist los in der Eurozone, was sind Szenarien, wo es hingehen kann. Und das ist meine Botschaft, die ich Ihnen heute ganz gerne mit auf den Weg geben möchte. Ich habe es gerade schon mal gesagt, dieses ganze Projekt begann mal irgendwann mit diesen beiden niederländischen sehr charmanten jungen Herren, den Linken, den kennen Sie, über den muss ich nicht mehr viel sagen. Und der Linke hatte den Rechten mal eingeladen zu den Europagesprächen 2011. Wir haben letzte Woche nochmal geschaut zusammen. Durch der Rechte ist Hans Tietmeyer. Und Herr Tietmeyer hatte 2011 auch über das Thema Euro gesprochen hier in Hildesheim. Und ich weiß nicht, ob es eine Legende ist, aber ich erzähle die Geschichte immer, dass Herr Gehler damals Herr Tietmeyer gefragt hat, sage ich mal, Herr Tietmeyer, warum gibt es eigentlich über Sie keine Biografie? Und Herr Tietmeyer hat gesagt, ja, weil mich Herr Gehler gefragt hat. Das ist die Story, die ich immer erzähle. Herr Gehler, ich weiß nicht, das stimmt, aber ich glaube, die haben Sie mir mal erzählt. Also insofern, und da sagt Herr Gehler, das wäre vielleicht ein schönes Projekt. Da bräuchte man jemanden, der sich da draufsetzt auf dieses Projekt und der Interesse hat, das zu bearbeiten. Dann kam ich ins Spiel und ich habe mich dann hier an diese Universität Hildesheim begeben. Ich kam damals halt aus dem entfernten Liechtenstein, hatte mal ein exotisches Studium woanders gemacht. Ich wollte ins Ausland und habe es dann ins Schweizer deutschsprachige Liechtenstein geschafft. Aber bin dann zumindest zurück in die Heimat gekommen, nach Hildesheim und habe hier in Kooperation Liechtenstein und später Freiburg, Eugen-Institut, Glasfeld, hier in Hildesheim promoviert und dieses Buch dann auch hier zum Abschluss gebracht. Herr Gehler hat es gerade schon gesagt, heute bin ich tätig für die Freien Demokraten im Deutschen Bundestag, aber, das ist mir wichtig, ich habe jetzt die Freien Demokraten nicht durchgestrichen, weil sie gerade aus dem Landtag rausgeflogen sind, sondern ich spreche heute wissenschaftlich und nicht politisch. Ich lebe in zwei Welten, das ist mir persönlich auch sehr bewusst. Politik ist was anderes als Wissenschaft. Wissenschaft
ist häufig auch emotionslos und betrachtet die reinen Fakten. Das möchte ich heute mit Ihnen auch machen. Politik muss auch gesellschaftliche Zwänge mit bedenken und muss auch verschiedene andere Fachbereiche mit bedenken. Und deswegen möchte ich heute Politik mal ausklammern und möchte über Wissenschaft mit Ihnen reden. Das ist mir als Eingrenzung des Vortrags sehr wichtig. Auch wichtig ist mir, dass wir differenzieren müssen, und das ist bei der Arbeit auch ganz entscheidend, zwischen Währungsforschung und Währungspolitik. Was wir heute machen, ist Währungsforschung, die möglichst objektiv an die Sachen rangeht, denn Währungspolitik ist immer verhandelbar, Währungspolitik ist subjektiv und Währungspolitik ist manchmal auch unscharf, denn ich selber habe auch häufig zu tun mit Brüssel und ich kann Ihnen nur sagen, wenn man plötzlich eine deutsche Position erarbeitet hat und das innerhalb einer Regierungskonstellation mit drei Partnern, manchmal schon nicht so ganz einfach, dann kommt man mit dieser Position auf die europäische Ebene und plötzlich sprechen dann über 20 weitere Staaten mit. Und man merkt plötzlich diese große Komplexität und so kommen unscharfe Ergebnisse manchmal auch daraus, was ein Preis ist für dieses Europa, das wir ja alle wollen. Aber ich möchte heute nicht über Währungspolitik sprechen, sondern ich möchte heute mit Ihnen über Währungsforschung sprechen und dann möglichst objektiv an die Sache rangehen. Heißt auch, Ökonomen sind vielleicht nicht immer hochgradig, haben nicht einen hochgradigen Blick auf die sozialpolitischen Dinge. Das hatten wir Lelands gerade kurz gesagt, der deutsch-deutsche Währungsunion damals, der Wechselkurs, der vorgeschlagen wurde zwischen D-Mark und Ostmark von den Ökonomen, war ein ganz anderer, als der am Ende rauskam. Aber hätte man den Ökonomenkurs genommen, hätte es vermutlich im Osten auch sehr starke soziale Zerreißproben gegeben. Da gibt es viele Geschichten, über die wir auch schon gesprochen haben. Also insofern, ökonomische Herangehensweise ist häufig sehr faktenorientiert und auch emotionskalt. Hintergründe zum Buchprojekt aus den beiden charmanten Herren, die Sie gerade eben schon gesehen haben. Da ist noch ein junger Kerl dazugekommen. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wie Sie vielleicht sehen. Die Zeit geht auch nicht an mir vorbei. Und wir haben dann 2013 haben wir Hans Tietmeyer im Taunus Königstein besucht und haben mit ihm das Buchprojekt besprochen. Und ich erinnere mich noch gut daran, dass Herr Tietmeyer dann gesagt hat, ich zeige Ihnen mal meinen Keller. Und im Keller war das Privatarchiv. Und dieses Privatarchiv, ich wusste damals, das wird meine Aufgabe sein. Ich habe jetzt keine Originalaufnahme leider von diesem Keller, aber der sah ungefähr so aus. Ja, ungefähr so. Also es ist einfach, ich habe jetzt bei Google einfach ein Bild gesucht, das ungefähr so aussah wie dieser Keller. Und ich war damals erschlagen von dieser Masse. Und dann hat Angela dann gefragt, Angela, das ist dann meine Aufgabe? Und er sagte, ja, genau, das ist jetzt an. Und ich habe dann diese Herausforderung angenommen und habe dann damals auch fast eine Woche bei Tietmeyers auch gewohnt im Keller. Ich hatte so ein Zimmer, habe mich dann durch dieses Archiv durchgewühlt, Findbuch aufgestellt und versucht, die unveröffentlichten von den veröffentlichten Unterlagen zu differenzieren, weil man ja auch als jemand, der wissenschaftlich arbeitet, auch immer auf der Suche nach diesen Goldnuggets, diese berühmten Goldnuggets ist. Und habe mich in dieses Archiv dann reingestürzt. Was ich auch gemacht habe in dieser Zeit ist, dass ich das Ganze unterstützt habe mit rund 30 Experteninterviews, die ich geführt habe zu diesem Thema. Wir sehen hier oben links Wolfgang Schäuble, Mario Draghi oder Theo Weigel und noch viele andere, mit denen ich gesprochen habe und mit denen ich versucht habe, diese ganze Geschichte rund um den Euro aufzuarbeiten. Und das Ganze ist dann am Ende in diesem Buch dann geendet. Und dieses Buch hat dann ein paar Jahre später noch den Weg nach China gefunden. Die Hildesheimer Allgemeine Zeitung hatte darüber dann auch berichtet. Das war für mich persönlich fast ein bisschen lustig, weil ich bekam eines Tages eine E-Mail mit chinesischen Schriftzeichen und ich dachte im ersten Moment, das wäre Spam und die müsste ich löschen. Und habe dann aber reingeschaut und es wurde Lars Feld benannt und Lars Feld hatte in China von meinem Buch erzählt und da kam ein Professor Kun Hu auf mich zu und wollte dieses Buch gerne übersetzen. Und das haben wir dann ein halbes Jahr lang gemacht, also nicht ich, weil ich spreche jetzt nicht Chinesisch, aber ich bekam dann irgendwann dieses Buch zugeschickt, beziehungsweise das PDF, und wurde gebeten, das mal Korrektur zu lesen. Das Korrekturlesen dauerte ungefähr eine Sekunde, weil, ja, was soll ich machen? Ich habe das aber dann an meinen Verlag gegeben und da um Prüfung gebeten und so entstand dann dieses Buch und ich habe dann in China digital zugeschaltet, das dann auch vorgestellt vor so rund 100 Professoren, wäre gerne persönlich hingereist, konnte ich nicht wegen Corona, weil ich hätte zwei Wochen vorher Quarantäne gemusst, zwei Wochen danach und so. Also haben wir das digital gemacht und deswegen wurde dann auch in China veröffentlicht.
So viel zur Genese des Buchprojektes. Und ich würde jetzt ganz gerne einmal zur Medias Res quasi gehen und zum eigentlichen Vortrag kommen. Also, bevor ich zur Eurozone komme, möchte ich Ihnen ganz gerne noch mal einmal durch die aktuelle Zeit gehen, weil das ist ganz wichtig zu verstehen, was auch momentan in der Eurozone los ist. Ich gehe hier diese Bilder einfach noch mal kurz durch. Also wir haben nach wie vor eine Pandemie in der Welt, die ist noch nicht vorbei. Wir kommen langsam in eine bessere Phase rein, aber ist noch nicht vorbei. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben eine militärische Abhängigkeit in Europa nach wie vor von den USA, wir haben eine ökonomische Abhängigkeit von den Chinesen, die leider relativ hoch ist. Komme ich später mal darauf zurück. Wir haben eine Energieabhängigkeit nach wie vor von Russland. Wir haben aktuell eine Energiekrise, insbesondere in Deutschland, und eine verfehlte Energiepolitik in den letzten 15 Jahren. Wir haben in Großbritannien gerade erlebt, dass Liz Truss nach 45 Tagen zurücktreten musste, relativ gedemütigt. Auch kein gutes Zeichen für ein demokratisches Land. Wir haben einen Bundeskanzler, der seine richtige Kompetenz nutzen musste, um die Atomkraftwerke, die wir dringend benötigen für den Energiebedarf, bis Ende März zu verlängern, damit der Wirtschaftsminister keinen politischen Schaden bekommt. Wir haben den Wumms und den Doppelwumms, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, 200 Milliarden Euro, um jetzt diese Energiepreiskrise abzufedern. Ich finde es aber wichtig, diese Zahlen mal ins Verhältnis zu setzen. Wir haben einen Bundeshaushalt von ungefähr 400 Milliarden Euro und haben jetzt 100 und 200 Milliarden Euro aufgenommen, was als Sondervermögen dargestellt wird, was ehrlicherweise eine Sonderschuld ist, aber das ist die Realität. Wir sind auf dem Weg einer Rezession und hier unten, Deutschland wird langsam wieder der kranke Mann von Europa, denn Deutschland und Italien sind die einzigen beiden Staaten in Europa, die nächstes Jahr ein negatives Wirtschaftswachstum haben werden, was eine Vielzahl von Gründen hat, aber zumindest ist das gerade die Situation. Vor dem Hintergrund steigen wir ein in die Eurozone. Ich habe in dem Buch mich damit beschäftigt, was war eigentlich das deutsche Modell? Was wollten die Deutschen von der Eurozone? Was wollte Tietmeyer, was wollte die Bundesbank? Es gab damals zwei grundlegende Theorien. Das eine war die Theorie der Lokomotivtheorie. Die Lokomotivtheorie sagte, wir führen eine Währung ein, politisches Projekt, und dann während der ganzen nächsten Dekaden versuchen wir unsere Wirtschaftspolitiken, die Leistungsfähigkeiten der einzelnen Volkswirtschaften durch die Währung zusammenzuführen. Das wäre die Lokomotivtheorie, die es auch geworden ist am Ende. Die andere Theorie, und das war die, die für den Tietmeyer auch immer gekämpft hat, war die Krönungstheorie. Das hieß, wir machen einen längeren Prozess, wir warten ab mit einer gemeinsamen Währung, machen einen längeren Prozess und versuchen, die europäischen Volkswirtschaften auf ein ähnliches Level zu bringen. Nicht das gleiche Level, ein ähnliches Level. Das betrifft Schuldenstände, das betrifft Defizite, betrifft aber Leistungsfähigkeiten, also Wettbewerbsfähigkeiten. Das stand im Zentrum dieser ganzen Überlegung. Dann kam dazu, Tietmeyer sprach immer von einem automatischen Sanktionsmechanismus. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Bedeutete, wenn wir uns für eine gemeinsame Währung entscheiden, wird es Regeln geben. Und wenn jemand diese Regeln nicht einhält, dann muss er sanktioniert werden. Dann muss er Strafe bekommen. Weil ansonsten bringen diese ganze Regel noch nichts. Komme ich gleich drauf. Nächster Punkt war, die EZB einzuführen, also eine europäische Zentralbank einzuführen, nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank war über Jahrzehnte hinweg ein Stabilitätsanker. Tietmeyer war der Hüter der D-Mark, also eine stabile Währung hatten wir in Deutschland immer, was Gründe gehabt hat. Komme ich auch später noch drauf zu sprechen. Eine weitere Idee damals war das Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Eine europäische Zentralbank darf niemals Mitgliedstaaten finanzieren. Weitere Überlegung war die No-Bail-Out-Klausel, eine Nicht-Beistandsklausel. Sie bedeutete, wenn ein Land in Schwierigkeiten kommt innerhalb der Währungsunion, darf ein anderes Land das nicht finanziell unterstützen. War auch ein ganz wichtiger Grund, gab es empirische Belege für, gibt es bis heute, dass wenn ein Land Staatsinsolvenz anmelden muss und in Schwierigkeiten kommt, muss es sich von selber auch wieder aufrappeln. Der geschätzte Ökonom hat seinen Sinn, spricht immer von einer Chemotherapie, harter Begriff, weiß ich. Aber spricht in der Chemotherapie, dass wenn das Land keine Hilfe bekommt, dann muss es durch ein tiefes Tal der Tränen durch. Aber es gab dieses Beispiel mit Irland 2007, 2008, die heute eines der best-performing countries in der Eurozone sind, weil sie sich selber wieder aufrappeln mussten und weil ihnen nicht geholfen worden ist.
Und letzter Punkt, und das ist so ein Thema, ich glaube, das kommt vor allem auch aus der Nachkriegsgeneration, die nie wieder Krieg auf europäischem Boden haben wollten, dass man gesagt hat, langfristig müssen wir hinein in eine politische Union. Langfristig. Was das jetzt bedeutet, darüber können wir übrigens auch später gerne noch lange diskutieren, bedeutet das, dass wir irgendwann einen gemeinsamen Finanzminister haben. Fehlt mir persönlich die Vorstellungskraft, weil stellen Sie sich vor, ein Grieche wäre Finanzminister und gibt das deutsche Steuergeld aus, oder andersrum, ein Deutscher wäre Finanzminister, europäischer, und gibt das griechische Steuergeld aus. Das wird innerhalb der europäischen Gemeinschaft zu ziemlich harten und schwierigen Diskussionen führen. Aber zumindest, das war so das deutsche Modell damals. Das hatte man sich vorgestellt. Und ich möchte mit Ihnen einmal durch diese Dinge durchgehen und mit Ihnen darüber sprechen, was ist davon eigentlich noch übrig geblieben? Was haben wir davon? Fangen wir an mit der Mitte, die Konvergenz. Es gibt ein schönes Zitat von der berühmten Wissenschaftlerin Katharine Hepburn, vielleicht war sie auch Schauspielerin, die gesagt hat, wenn du immer alle Regeln befolgst, verpasst du den ganzen Spaß. Wir gehen mal ins Jahr 96-97. Im Jahr 96-97 es standen zwei Regeln immer im Vordergrund. Das eine war die Staatsschuld, die Staatsschuldenquote, und das andere war das Haushaltsdefizit. Und im Jahr 97 fiel quasi die Schranke. Ja, man musste im Jahr 97 wieder eine Schranke durchlaufen und musste diese Konvergenzkriterien erfüllen. Sie sehen hier im Jahr 96, dass die Länder, die elf Länder zu Beginn noch relativ weit weg gewesen sind. Ein Jahr vorher. Ein Jahr später waren die plötzlich, man musste hier unten in diesem unteren Quadranten sein, denn hier war man unter 60% und unter 3%. Also hier war das Ziel, der Zielquadrant. Ein Jahr später plötzlich hatten viele Fortschritte gemacht, große Fortschritte gemacht, und waren plötzlich in diesem Quadranten. Mir sagte mal Mario Draghi, dass er in Italien, dass es da sowas gab wie Creative Accounting zum Beispiel. Ich will da jetzt, um Gottes Willen, da gab es keinen Betrug, aber zumindest man konnte schon kreative Haushaltsführung machen. Und Sie sehen, eigentlich hätte in diesem Jahr, 97, hätte es nur vier Staaten geben dürfen, die in den Euro eintreten. Das war Deutschland, das war Frankreich, das war Finnland und Luxemburg. Und Großbritannien auch, aber die wollten ja gar nicht. Die anderen Länder, Belgien, Italien zum Beispiel, hatten damals schon Staatsschuldenquoten von über 120%. Und da wurde am Ende davon wurde so argumentiert, dass es hieß, naja, die sind ja auf einem guten Weg. Die sind auf einem guten Weg. Und deswegen wurde Belgien und auch Italien als wichtiger Mitgliedstaat, die hatten auch politisch ein großes Gewicht, wurden auch Mitglied in der Eurozone. Es hieß aber, gut, dann werden wir jetzt in den nächsten Jahren mal überprüfen, ihr habt eure Regeln und ihr müsst diese Regeln auch einhalten. Ich habe dann in meiner Arbeit mir die Häufigkeit der Verletzungen, der Regelverletzungen angeschaut. Und ich habe das hier dargestellt bis 2015. Ich hatte jetzt in den letzten Tagen vor dem Vortrag nochmal geschaut, bis heute. Ich musste das gar nicht updaten, weil da hat sich jetzt von der Kernaussage nichts verändert. Was Sie hier sehen, ist hier auf der Ordinate die Häufigkeit der Verletzung, hier auf der Abszisse auch die Häufigkeit der Verletzung, und zwar hier in Bezug auf das Haushaltsdefizit und hier in Bezug auf die Schuldenquote. Und Sie sehen, dass alle Länder ständig die Regeln verletzen. Und das seit vielen, vielen Jahren. Wenn man sich jetzt dann die Frage stellt, wie würde eigentlich die Eurozone aussehen, wenn nur noch die Länder dabei wären, die Regeln einhalten des Vertrages, dann sieht das ungefähr so aus, nämlich ähnlich wie die sibirische Taiga, nämlich ein menschenleerer Ort, weil wir hätten dann noch in einer Hartwährungszone, die es dann wäre, hätten wir noch 12 von etwa 500 Millionen EU-Bürger, die überhaupt dabei wären. Also man muss ein großes Fragezeichen an diese Regeln machen. Und ich hatte gerade im Vorfeld noch mit Herrn Jena darüber gesprochen. Die Regeln wurden jetzt während der Corona-Pandemie sowieso ausgesetzt. Es beginnt jetzt eine große Debatte darüber für die Zukunft. Wie wollen wir in Zukunft damit überhaupt umgehen? Ich finde es so wichtig, dass man sensibilisiert, auch auf europäischer Ebene sensibilisiert dafür, dass wir ein Regelwerk haben in der Eurozone, das seit Jahren niemand einhält. Es ist keine Pflicht zur Tugend. So, und eine Tugend kann es ja nicht sein, wenn man einen stabilen Euro haben möchte. Es wurde dann, das war ein Versuch von europäischer Ebene, es wurde das sogenannte europäische Semester eingeführt. Das europäische Semester waren Vorschläge, Reformvorschläge, die an die Staaten herangetragen wurden, war ein Ergebnis des Fiskalpakts 2011. Sie sehen hier drei Balken. Der eine Balken, der rote, waren die länderspezifischen Empfehlungen an die Länder. Der braune hier waren die substanziellen Fortschritte bei diesen Empfehlungen, und dieser olivgrüne waren die vollständig umgesetzten.
Sie sehen, es gab jedes Jahr Empfehlungen an die Länder, aber es wurde einfach nichts umgesetzt. Es passierte nichts. Und es wurde dann 2016 quasi eingestellt. Das europäische Semester gibt es immer noch, spielt aber ehrlicherweise keine große Rolle. Also auch dieser Versuch hat nicht funktioniert. Und insofern, das ist so ein bisschen Botschaft Nummer 1, was auch jetzt eine wichtige Botschaft auch in meiner Arbeit an die Bundesregierung ist, dass wenn es demnächst wieder zur Debatte kommt, und die wird jetzt kommen nach Corona, wie wollen wir künftig weitermachen, wird ein funktionierendes Regelwerk Botschaft ein ganz wichtiges Instrument sein. Ja, und die nächste Frage, was ist eigentlich der Sanktionsmechanismus? Dieser automatische Sanktionsmechanismus, den auch Tietmeyer gefordert hat, den gibt es nicht. Also den gibt es nach wie vor nicht. Es gibt keinen Automatismus. Die Feststellung eines übermäßigen Defizits, ob ein Staat ein übermäßiges Defizit hereinläuft, ist bis heute eine politische Entscheidung. Und in der Realität gab es bisher keine einzige Sanktion. Es gab fast mal eine Sanktion vor zwei, drei Jahren bei Italien, aber die wurde auch wegdiskutiert am Ende, sodass wir bis heute keine Sanktionen gehabt haben. Es gibt eine Studie der Stiftung Marktwirtschaft aus Berlin, die untersucht hat, dass zwei Drittel der Verletzungen aber sanktionsfähig gewesen sind, basierend auf dem Regelwerk. Aber man macht es einfach nicht. Und das ist ein Problem, gerade für uns Deutsche ist das ein Problem, weil wir Deutschen hängen immer sehr an starken Regeln und sagen, wenn ihr Regeln einhaltet, dann funktioniert es auch. Aber diese Regeln haben dadurch sehr stark an Glaubwürdigkeit verloren, an Bindungswirkung. Das heißt, dieses Regelwerk muss grundlegend erneuert werden. Ich komme zum zweiten Problem. Das zweite Problem, das wir haben in der Eurozone, ist die ausufernde Staatsverschuldung. Wir haben uns, bevor wir darauf kommen, auf die Staatsverschuldung, nochmal kurzer Rückblick auf die letzten 15 Jahre. Wir haben die Finanzkrise gehabt, Lehman Brothers 2007, 2008. Wir hatten die Eurokrise, wir hatten die Pandemie, Ukraine-Krise, Energiekrise. Also wir hangeln uns seit vielen Jahren von Krise zu Krise. Gleichzeitig waren die letzten Jahre ja eigentlich auch ganz gut, zumindest so, was man als Bürger gefühlt hat, zumindest die Zeit vor Corona, waren sehr positive Jahre. Wir haben über diese Jahre immer wieder zugepflastert mit gigantischen Rettungspaketen, die von staatlicher Ebene gekommen sind, sei es Bundesebene oder europäische Ebene. Und wir hatten dabei eine ganz wichtige Konstante. Und die Konstante waren extrem niedrige Zinsen, also Nullzins. Wir hatten 15 Jahre Nullzins. Und wir hatten dabei auch eine nicht oder eine kaum messbare Inflation. Was man hier sieht, Stichwort Nullzins, ist eine Zinskonvergenz in den Euro-Staaten, die während dieser Jahre entwickelt wurde. Ich möchte da mal kurz erklären, was wir hier sehen. Wir sehen hier, also Staatsanleihen ist quasi der Zins auf Staatsanleihen, ist das Geld, was ein Staat bezahlen muss, wenn er Kredite aufnimmt. So, das war bis 2000, in den Jahren 2010 bis 2014, lief das so ein bisschen aus den Rudern, weil es damals zur Euro-Krise gekommen ist. Sie erinnern sich vielleicht an diesen Bankrun, den es mal auf Zypern gab. Sie erinnern sich an die Aussagen von Frau Merkel und von Herrn Steinbrück, ihre Einlagen sind sicher. Das war alles eine sehr dramatische und sehr schwierige Situation. Und in diesen Jahren kam es auch zu diesem berühmten Zitat von Mario Draghi im Juli 2012. Whatever it takes, hat gesagt, egal was passiert, wir sind alles Brüder und Schwestern, wir halten zusammen, wir werden alles Geld der Welt von der EZB in den Markt pumpen, damit diese Währungsunion nicht zerfällt. Das führte dazu, dass die Märkte ein Griechenland fast genauso eingeschätzt haben von der Bonität wie in Deutschland oder in Frankreich, weil es ja hieß, die EZB ist da als Länder of last resort, die werden uns schon unterstützen. Führte dazu, dass diese Länder in diese Zinskonvergenz hereingelaufen sind und sich alle sehr günstig, nahezu 0%, sich Geld am Kapitalmarkt besorgen konnten. Statt aber diese günstigen Zinsen dafür zu nutzen, um Schulden abzubauen, haben sie das Gegenteil getan. Sie haben Schulden aufgebaut. Und das sieht man hier. Das sind ausgewählte Euro-Staaten. Man sieht hier oben die Schuldenstandentwicklung von Griechenland. Man sieht die Schuldenstandentwicklung von Italien, von Spanien, von Frankreich, hier im gesamten Euroraum und hier unten von Deutschland, die es noch versucht haben, dagegen anzukommen und auch Schulden abgebaut haben. Also Deutschland war noch relativ solide unterwegs, sind sie seit Corona auch nicht mehr. Da können wir auch jetzt viel diskutieren. Es war wahrscheinlich gar nicht anders möglich in dieser Phase, sonst wäre uns hier wahrscheinlich die ganze Volkswirtschaft wären uns um die Ohren geflogen, die Gesellschaft wäre uns um die Ohren geflogen. Und das gleiche Problem haben wir jetzt ja gerade in der Energiekrise wieder. Wir sind hier hochgeschossen von den 60% Maastricht, die wir hier haben, wieder, wir werden jetzt über 80% kommen, wahrscheinlich sogar 89%. Und das macht es
für Staaten schwierig. Warum macht es, warum ist es für Staaten schwierig? Ich habe mir mal das Beispiel Deutschland rausgelegt. Was bedeuten eigentlich Staatsschulden? Also was bedeuten Staatsschulden in Zeiten von steigender Inflation beziehungsweise in Zeiten von steigendem Zins? Im Beispiel Deutschland haben wir momentan einen Schuldenstand von 2,34 Billionen Euro. Das ist der Stand September. Ein Zinsanstieg bei Staatsanleihen von 0,1% würde bedeuten, dass wir Zusatzkosten haben im Staatshaushalt von 2,4 Milliarden Euro. Ich finde diese Zahlen immer sehr schwer zu greifen, deswegen brauchen wir Vergleichswerte. Und ich habe Ihnen mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Im Sommer, Sie alle erinnern sich an den Tankrabatt, der Tankrabatt an der Tankstelle, warum es da nicht ganz so teuer geworden ist, der kostete den Bundeshaushalt 3 Milliarden. Also entspricht ungefähr 0,1% Zinsanstieg. Nur 0,1%. Nehmen wir das Bürgergeld, das gerade diese Woche im Bundestag diskutiert wird, warum Opposition und Regierung so stark streiten. 4,8 Milliarden Euro, also 0,2% Zins entspricht das. Nehmen wir das Arbeitslosengeld 2, der gesamte Posten für das Arbeitslosengeld 2 liegt bei 21 Milliarden. Also reden wir ungefähr um einen Zinsanstieg von 1%. Oder die Gaspreisbremse, die dazu beiträgt, dass die Gaspreise bei Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern nicht so stark explodieren. Da reden wir über Kosten von bis zu 36,5 Milliarden Euro, weil noch nicht feststeht, welcher Wert in Bezug auf die Kilowattstunde jetzt genau genommen wird. Aber auch da sehen Sie, dass da dem Staat einfach zunehmend Spielräume auch verloren gehen, wenn die Zinsen jetzt immer weiter steigen. Und in diese Phase laufen wir mal rein. Ich will jetzt kein Ökonomen-Bashing betreiben, aber ich will mal zeigen, aus welcher Zeit wir kommen. Nämlich Juni 2020 gab es diesen Tweet von Marcel Fatscher. Marcel Fatscher ist ein berühmter, anerkannter Ökonom auch in Deutschland. Und Marcel Fatscher hat im Juni 2020 noch gesagt, entscheidend für die Nachhaltigkeit der Staatsschulden sind Zinsaufwendungen, nicht die Schuldenquote. Und der Bund zahlte 2019 11,9 Milliarden Euro an Zinsen, Tendenz fallend. Dies zeigt den Unsinn der jetzigen Debatte um einen Schuldenabbau. Marcel Fratscher hat anscheinend nicht damit gerechnet, dass wir wieder zurück in ein Zinsumfeld, in ein inflationäres Umfeld reinkommen, weil wenn man sich jetzt die Zinsentwicklung des Bundes mal anschaut, mit der Prognose aus Juli diesen Jahres, dann sehen wir, er hat hiervon gesprochen, 11,9 wurden dann 12,1 am Ende, aber er hat hiervon gesprochen. Das ging auch ein bisschen so weiter so gut. Aber die Prognose für Juli zeigt, dass wir jetzt plötzlich einen sehr steilen Anstieg in Bezug auf die Zinsaufwendung des Staates haben. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, aber das nimmt halt dem Bundeshaushalt einfach enorm viel Spielräume. Nimmt Spielräume für Investitionen in Infrastrukturprojekte, in Digitalisierung, in Bildung, all das, was wir momentan so dringend benötigen. Und die Fehler wurden gemacht in der Vergangenheit, dass weitere Schulden angehäuft worden sind. Wie gesagt, man kann darüber diskutieren, weil es wahrscheinlich politisch notwendig gewesen ist, diese Schulden zu machen, vielleicht aber auch nicht. Ja, das darf dann die Geschichtsschreibung wahrscheinlich auch eines Tages bewerten, aber zumindest das ist die Situation, in der wir jetzt sind, in der wir reingekommen sind. Und natürlich tritt die Staatsverschuldung auch als Inflationstreiber hinzu, aber da komme ich gleich noch bei Problem 4 nochmal drauf zu sprechen, weil ich möchte vorab nochmal über ein anderes Problem sprechen, und zwar diese Whatever It Takes Mentalität der EZB, die Problem 3 geworden ist. Ich habe beim deutschen Modell gezeigt, dass die EZB gebaut werden sollte nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank hatte vor allem drei ganz zentrale Kernpunkte. Punkt Nummer 1 war die Preisstabilität als oberstes Ziel. Es geht nur darum, eine stabile Währung zu haben. Sie erinnern sich noch an das europäische Währungssystem, das EWS. Die Deutsche Mark war immer der Stabilitätsanker. Die anderen Währungen, der Franc oder auch die Lire, sind damals stark geschwankt. Die hatten ganz andere Sorgen. Grund dafür war, dass die Deutsche Bundesbank immer diesen harten Stabilitätskurs gefahren hat. Und die Bundesbank, und das ist Punkt 2, hatte auch immer eine sehr konsequente mittel- und langfristige Stabilitätsstrategie. Wenn man das überträgt auf die heutige Zentralbank, dann müsste man ja denken, oder kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass auch jetzt, wenn wir in diese Zinsphase zurückkommen, da wird es nicht übermorgen wieder eine Niedrigzinsphase geben, sondern es sind immer lange Wellen, in denen wir uns bewegen. Das war auch das Vorbild für die EZB ausgelöst von der Bundesbank. Und Punkt 3 war die politische Unabhängigkeit. Die Geldpolitik war nie, gerade insbesondere in Deutschland, war nie abhängig von der Politik. Also der Finanzminister konnte niemals beim Bundesbankpräsidenten anrufen und konnte sagen,
ich brauche Kohle, guck mal Geld. Das ging nicht. Das ging in Frankreich schon. Banque de France war lange Zeit abhängig von der Politik. Das haben die auch irgendwann dann geändert in den 80er Jahren. Aber bei Bundesbank ging das nie. Es gibt, das habe ich in meinem Buch auch sehr ausführlich beschrieben, es gibt eine Untersuchung, nennt sich Zentralbankunabhängigkeitsindex, auf dem Deutschland immer auf Platz 1 gewesen ist. Also Deutschland hatte immer die unabhängigste Zentralbank. Tietmeyer hat auch immer zu mir gesagt, mir war doch egal, was der Finanzminister sagt. Ich habe meine Arbeit gemacht, basierend auf meinen Fakten, die wir vorgelegen haben. Und was die Politik macht, ist egal. Es gibt da spannende Geschichten in Mila, die uns Theo Weigel erzählt hat, der völlig gedemütigt mit dem Hubschrauber von der Bundesbank weggeflogen ist. Damals auch viel Schelte vom Spiegel und von der Presse bekommen hat. Insbesondere Spiegel waren böse Artikel über ihn, wo die Bundesbank ihn auflaufen lassen hat, weil die Bundesbank auf die Unabhängigkeit gepocht hat. Was diese lange Zeitreihe zeigt, ist, dass je unabhängiger eine Zentralbank ist, desto niedriger sind die durchschnittlichen Inflationsraten. Desto stabiler ist ein Land, seine Währung aufgestellt. Und deswegen war dieses Unabhängigkeitsargument auch ein ganz wichtiges und ist auch in die europäischen Verträge eingeflossen. Das Ganze ist eingeflossen. Also die EZB ist aufgebaut nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank. Aber leider ist es nicht mehr. Das hat sich geändert. Und zwar, wir hatten damals, ich hatte es eingangs gesagt, wir hatten noch die No-Bailout-Klausel und das Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Die No-Bailout-Klausel besagte, dass kein Land für ein anderes Land haften darf, nicht in die Bresche springen darf. Verbot der monetären Staatsfinanzierung besagte, EZB darf kein Land direkt finanzieren. Und das hatten wir bis zum 9. Mai, korrigiere, 8. Mai 2010. Am 8. Mai 2010, ich habe da viele Gespräche zu dieser sagenumwobenen Nacht geführt mit Herrn Schäuble, mit Herrn Draghi, mit Jean-Claude Trichet, der damals EZB-Präsident gewesen ist. Und die sagten mir, wir hatten damals das Problem, Ausläufer-Finanzkrise, und wir hatten die Sorge, das war ein Sonntag, wir hatten die Sorge, dass am nächsten Tag, wenn es zu Staatsinsolvenzen kommen könnte, Griechenland war damals das große Thema, dann laufen wir Gefahr, dass unser ganzes Bankensystem hier explodiert, dass wir morgen, dass ein Tsunami über uns einbricht. Und die Sorge war tatsächlich groß, weil in den Banken lagen unheimlich viele Staatsanleihen von diesen Staaten. Und man konnte damals nicht sehen, was am nächsten Tag passiert, wenn die Geldpolitik da nicht einsteigt. Und auch über die Sinnhaftigkeit, auch darüber müssen wahrscheinlich Geschichtsschreibung das Ganze noch bewerten, ob das wirklich so gekommen wäre. Das ist ja alles sehr hypothetisch. Aber in dieser Nacht vom 8. Mai ist damals diese Nichtbeistandsklausel, diese No-Bailout-Klausel und das Verbot der monetären Staatsfinanzierung gefallen. Denn damals wurde der Stabilisierungsfonds, der EFSF, European Financial Stability Fonds, mit einem Volumen von ungefähr 750 Milliarden Euro, ungefähr doppelter Bundeshaushalt, nochmal so im Vergleich, wurde damals aufgesetzt, weil die staatliche Insolvenz des Bankensystems sehr stark destabilisiert hätte, vielleicht sogar auch aufgelöst hätte. Und die EZB hat damals angefangen, an diesem Tag oder am Tag darauf angefangen, Staatsanleihen aufzukaufen. Was sie bis heute macht. Was sie bis heute macht, und Sie kennen die Diskussion vielleicht, die EZB-Bilanz ist unheimlich aufgeblasen, deutlich stärker aufgeblasen als die von der amerikanischen Zentralbank oder der britischen Zentralbank. Die EZB schiebt eine Menge Geld vor sich her, das macht sie nach wie vor. Und da wird die Frage in Zukunft sein, wie wird dieses Geld jetzt wieder abgebaut? Wie wird das Geld wieder aus dem Markt rausgezogen? Aber Fazit ist, dass wir seit diesem Tag eine indirekte gemeinsame Haftung haben über die Bilanz der EZB. Denn in der EZB liegen genauso Staatsanleihen von Griechenland wie von Frankreich und von Deutschland. Und da ist diese gemeinsame Haftung da. Und das war immer ein Punkt, auch von Hans Tietmeyer, der gewarnt hat und gesagt hat, werden wir langfristig ein Problem bekommen. Für die Zukunft der EZB ist eine Sache immer wichtig. Ich will das immer erzählen, weil ich dachte, ich mag diese Diskussion, weil man dadurch immer ganz schön einschätzen kann, wie die EZB zukünftig reagiert. Im EZB-Rat spricht man von Tauben und Falken, die es gibt. Tauben sind eher die Südeuropäer, also eher die Menschen, die eine lockere Geldpolitik vorziehen, um Konjunktur zu stimulieren. Ja, die sagen, lieber niedrige Zinsen, weil dadurch entsteht Wachstum. Dann gibt es Falken, Tietmeyer war auch ein Falke. Jens Weidmann, unser ehemaliger Bundesbankpräsident, war auch ein Falke. Herr Nagel, unser aktueller Bundesbankpräsident, ist auch ein Falke. Die Deutschen sind generell ehrlich die Falken. Die sagen, wir brauchen eine straffe Geldpolitik, wir müssen auf diese Stabilitätskurs kommen.
Wenn man sich den aktuellen EZB-Rat mal anschaut, und das ist eine Untersuchung vom Handelsblatt aus Oktober, also aus dem letzten Monat, dann ist der EZB-Rat momentan so aufgebaut. Das ist auch immer nicht ganz genau, ja? Weil wir reden über Menschen, wir versuchen Menschen einzuordnen in Kategorien, immer mit Vorsicht bedacht, aber zumindest wie die grundsätzlich ticken. Und Sie sehen hier, dass die Tauben in dem EZB-Rat nach wie vor die Überzahl haben. Das sind vor allem Südeuropäer. Das ist Christine Lagarde als Französin, Visco als Italiener, Griechenland, Portugal, Spanien, Zypern. Und die Falken sind vor allem die klassisch stabilitätsorientierten Länder, Deutschland, Österreich, Benelux, Belgien, Niederlande, Luxemburg. Und die Falken sind in der Minderheit. Die laufen jetzt gerade in diese Phase rein, dass die EZB, wo Wunder, mit einer großen Verspätung festgestellt hat, dass eine Inflation da ist. Und jetzt wird es künftig spannend zu beobachten, wie die EZB agiert. Und ich komme auf dieses Thema gleich nochmal zurück und will jetzt nicht vorweggreifen, weil das die Zusammensetzung erklärt, eine Reaktion der EZB, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Denn ich will ganz gerne als viertes Problem, und das ist das letzte Problem, das wir momentan haben, nochmal auf die Inflation zu sprechen kommen, die momentan sehr deutlich Fahrt aufnimmt. Ich habe Ihnen mal die Entwicklung der Inflation mal mitgebracht, die Sie hier sehen. Und zwar sind das vier Indikatoren. Das eine, der grüne Indikator, das nur für Sie zu kennen ist, das ist die Zielinflationsrate. Die Zielinflationsrate der EZB liegt immer bei 2%. Man sagt, 2% Inflation ist ein gesundes Maß. Dann haben wir die Kerninflation. Die Kerninflation können wir jetzt erstmal weglassen, aber die Kerninflation ist die Inflationsrate ohne Energiepreise, ohne Alkohol, ohne Tabak, also letztendlich die Verbraucherpreise ohne Energie, Alkohol, Tabak und Lebensmittel. Dann haben wir die Verbraucherpreise, das ist das, was Sie hören, wenn in der Bildzeitung steht 10% Inflationsrate, dann ist das der Verbraucherpreisindex. Und wir haben die Erzeugerpreise. Die Erzeugerpreise sind die gewerblichen Erzeugerpreise, also quasi was die Industrie bezahlt für Vorprodukte, für Rohstoffe und so weiter und so fort. Und hier sehen Sie, dass spätestens in diesem Jahr die Erzeugerpreise und die Verbraucherinflation plötzlich enorm Fahrt aufnimmt. Und jeder Ökonom weiß, wenn du irgendwo siehst, dass Inflation entsteht, wie ein Feuer, und es fängt an zu lodern, tritt es ganz schnell wieder aus. Weil ansonsten kann das nämlich so einen Selbstverstärkungseffekt mit sich bringen, weil ein Beispiel, gucken Sie in die Industrie. Die Industrie sieht, dass momentan die Preise steigen, also macht die Industrie die Läger voll, weil die haben ja ihre Nachfrage da, weil sie wollen halt nicht, dass sie in 3 Monaten wieder bestellen zum noch höheren Preis. Das bedingt übrigens auch die Erzeugerpreise, die Sie hier sehen, die bei 39% sind, dass die Industrie momentan noch vor ganz anderen Problemen steht, als wir als Bürgerinnen und Bürger, die im Lebensmittelregal sehen, dass der Apfel nicht mehr 1,99 oder 2,99 kostet. Darüber hinaus, und das vielleicht als kleine Prognose für die nächsten Monate, die Erzeugerpreise sind immer ein guter Indikator für die nächsten Monate. Denn der Erzeugerpreisindex gibt immer, der wird ungefähr mit einem Drittel, sagt man, das ist keine Determinante, sondern das ist einfach nur Statistik, man sagt, die Erzeugerpreise werden immer mit einer Verzögerung von 3 Monaten mit ungefähr 33% weitergegeben. Das heißt, wir können erwarten, dass diese inflationäre Entwicklung zumindest bis Januar, Februar noch so weitergeht. Dann allerdings, und das ist die positive Nachricht, das ist auch meine persönliche Erwartung, Inflationsentwicklung sind immer Veränderungsraten. Ne? So, dann haben wir haben irgendwann eine Basis erreicht, das sind sogenannte Basiseffekte. Und wir kommen ja von einem immer höheren Niveau. Und irgendwann ist auch Schluss. Aber zumindest für die nächsten Monate können wir erstmal erwarten, anhand der gewerblichen Erzeugerpreise, dass die Inflationsentwicklung im Bereich der Verbraucherpreise zumindest noch weitergeht. Jetzt stellt sich die Frage, warum explodiert die Inflation jetzt eigentlich so stark? 4 konkrete Gründe. Ich möchte auf 2 Gründe ganz besonders eingehen. Grund Nummer 1, diese exzessive Staatsverschuldung, über die wir schon gesprochen haben. Viel Geld im Markt erzeugt einen wahnsinnigen Nachfragedampf in der Wirtschaft. Sie haben es erlebt im Bauboom, wir alle haben es gesehen, sind Häuser gebaut worden, jeder wollte ein Haus bekommen, dann eine Immobilie kaufen, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, wo der Staat auch aktiv wird. Also es wird einfach ein Nachfragedampf erzeugt und dadurch ist viel Geld im Markt. Zweiter Punkt, Energiepreisanstieg Russland. Es gibt gerade viele Debatten, vor kurzem hat sich eine Journalistin mal mit einem Unternehmer bei Markus Lanz darüber gestritten, wie die Inflation entsteht. Am Ende hatten sie beide recht, aber sie hat gesagt, das kommt alles nur durch die Energiepreisanstiege Russlands. Das ist nicht ganz richtig. Studien zeigen uns, dass ungefähr 33% durch Russland kommt, also ungefähr 33%. Der Rest kommt aus anderen Quellen, unter anderem durch die Staatsverschuldung,
aber vor allem auch noch durch Lockdowns und Quarantäne, gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein, und auch durch die Verantwortung der EZB. Warum Lockdowns und Quarantäne? Der Auslöser letztendlich für die Inflation, der Auslöser, warum es alles losging, war letztendlich Corona. Wir haben diese weltweiten Lieferengpässe gehabt. Wir haben Lieferengpässe gehabt bei Rohstoffen wie Stahl, Holz, Magnesium, Aluminium. Wir hatten Hafensperrungen und vor allem in China. Und vielleicht erinnern Sie sich so ein bisschen an dieses, ich weiß nicht, an dieses Bild, aber zumindest erinnern Sie sich an diese Debatte. Und das ist nämlich ein Bild, ein Screenshot von den Staus vor Shanghai aus dem April 2022, aus diesem Jahr. Da kamen die Schiffe einfach nicht mehr durch. Und wir sind mittlerweile, zeige ich auf der nächsten Folie, unheimlich abhängig von China, ökonomisch unheimlich abhängig von China. Und diese Schiffe lagen da einfach. Es waren Lockdowns, China hatte die Novo-Covid-Strategie, da ging gar nichts. Sie lagen da alle rum. Wenn man sich mal anschaut, was mittlerweile alles aus China kommt, da wird einem auch so ein bisschen anders, zumindest hier. Weil ich habe Ihnen mal dargestellt, wie hoch der Anteil deutscher Importe aus China im Vergleich zu den Gesamtimporten ist. Ja, also wir importieren ja Rohstoffe, Vorprodukte für unsere Industrie. Und wie viele von diesen Vorprodukten kommen eigentlich aus China? Da haben wir zum Beispiel Triammonumphosphat oder Ammonumphosphat, Düngemittel. Das nutzen Sie zum Beispiel, wenn Sie Ihre Hecke düngen wollen oder den Rasen düngen wollen. In der Landwirtschaft wird es eingesetzt, auch für Brandschutz wird es eingesetzt, kommt mittlerweile zu 100% aus China. Gasdurchlauferhitzer kommen zu 91% aus China. Laptops, Notebooks, 92% aus China. PFC-Masken, 79% aus China. Vitamin C, was für Säfte benutzt wird, für Tabletten und was auch immer, 76%. Eisen, 73%. Handys, 68% aus China. Mikrowellen, 67%. Spiegel, 61%. Und diese Liste könnte ich noch ewig weiterführen. Es sind 600 Produktkategorien, wo wir eine höhere Abhängigkeit als 50% von China haben. Und das wundert dann auch nicht, dass es so stark hier bei uns einschlägt, wenn vor Shanghai so große auf der Welt wären, so große Chaos passieren, dass es dann nicht weitergeht. Denn dann plötzlich kommen die Produkte nicht an, die Nachfrage ist im Markt nach wie vor da, aber man kann nicht beliefern, also steigen die Preise. Und das ist ein ganz logischer Zusammenhang, und das sieht, wie stark abhängig wir einfach von China sind. Ich habe es vorhin schon gesagt. Und wie sehr wir auch momentan China-Strategie arbeiten müssen. Ein Thema, was mich gerade persönlich umtreibt, ist das Thema Elektromobilität. Man hat bei der Elektromobilität, die wir ja auch alle irgendwie wollen, zumindest der Markt auch will, hängt auch mit den Rohstoffen 40% von China ab oder von chinesisch beherrschten Gebieten. Kongo zum Beispiel, da kommen auch viele Rohstoffe her. Das heißt, wenn es zu einem Fall käme, Sie kennen diese Debatte gerade, Taiwan, China, wenn es da zum Krieg kommt, wir könnten niemals so agieren, wie wir gerade bei Russland agieren, weil wir viel zu sehr abhängig sind von China. Und das macht diese ganze Debatte rund um China so schwierig. Letztendlich, ich habe da so ein, ich fand ein schönes Bild. Die Pandemie war am Ende der Zündfunke der Inflation und diese langjährige Staatsverschuldung, die wir aufgebaut haben, war bei der Zunder. Sie kennen das mit dem Zunder und dem Zündfunken, und wenn das dann zusammenkommt, dann gibt es ein großes Feuer. Und genau das haben wir zurzeit, das ist die aktuelle Lage bei der Inflation. Und ich will noch ein zweites Thema ansprechen, ich habe die Verantwortung der EZB noch fett markiert. Die Inflation wurde auch importiert durch eine Zögerlichkeit der EZB, weil die EZB lange Zeit nichts gemacht hat. Die erste Ankündigung einer Zinswende kam von der amerikanischen Zentralbank im Juni 2021. Wir sehen hier den Euro-US-Dollar-Kurs, den Wechselkurs Euro-US-Dollar. Der war damals bei 1,20 Euro, genau. Die EZB hat lange Zeit, und jetzt kommt wieder dieses Tauben-Falken-Thema rein, ja, die Tauben haben lange Zeit behauptet, nee, Inflation, wir gucken erst mal. Es gibt ein Zitat von Christine Lagarde auf einer EZB-Sitzung vom 3. Dezember 2021, wo sie gesagt hat, I see an inflation profile that looks like a hump, ein Hügel, ja, ein Hügel. Und a hump eventually declines. Also die hat, bis Dezember hat die EZB es immer noch nicht eingesehen, dass wir gerade in eine inflationäre Phase reinkommen. Und die Amerikaner waren ein halbes Jahr schneller. Die haben im Juni gesagt, Zinswende und da kommt was. Das löst natürlich auch Kapitalmärkte das aus. Wenn die großen Investoren sehen, in den USA gibt es bald wieder Zinsen, fließt das Geld in die USA, der Dollar wird stärker, Euro wird schwächer. Das sieht man hier ganz gut.
bis heute ist der Euro um 20% gefallen. Bedeutet natürlich auch für uns, für unsere Importe, Energie, Flüssiggas, was wir alles auch aus den USA investieren, 20% höhere Kosten. Weil durch einen fallenden, durch einen stärkeren Dollar, der 20% teurer ist, kostet uns alles 20% mehr, was wir aus den USA importieren. Aus den USA importieren wir auch sehr viele Dinge für unsere Industrie. Und hier sieht man das noch so ganz gut, die Leitzinsentwicklung in der USA und die Leitzinsentwicklung in der Eurozone. Die USA hat hier Anfang 2022 dann einen sehr starken Kurs gefahren und hat die Zinsen sofort erhöht, und zwar mit großen Schritten. Und die EZB hängt so 3-4 Monate hinterher. Das ist jetzt vergossen in Milch, weil es passiert ist. Das ist jetzt unsere Situation gerade. Und was wir momentan sehen, weil die EZB reagiert gerade, das meinte ich vorhin entspannt, wie sich jetzt die Tauben und die Falken bewegen werden. Die EZB fängt gerade an, weil jetzt auch schon seit ein paar Wochen und Monaten, wieder ein bisschen Bundesbank zu werden. Denn die EZB bessert gerade nach. Selbst eine Isabel Schnabel, die für uns im EZB-Rat sitzt für Deutschland, hat es genauso sehr lange nicht eingesehen und war auch immer sehr zögerlich und fährt jetzt gerade einen anderen Kurs, weil man feststellt, dass die EZB wohl anscheinend doch gelernt hat. So, aber das war ein Fehler, den die gemacht haben. Das muss man, glaube ich, auch so offen aussprechen. Und das ist empirisch belegbar, dass die EZB uns hier um die 20% Inflation rein importiert hat durch die Steigerung des US-Dollars. Weil die einfach schneller gewesen sind. Ich will zum Ende kommen, meine Damen und Herren. Letztendlich, ich kann nur sagen, die letzten zwei Jahrzehnte waren aus meiner Perspektive mit dieser Nullzinspolitik, die die EZB gefahren hat, die wir gehabt haben, waren global ein Experiment, weil sowas noch nie gegeben hat. Und auch Ökonomen kamen immer wieder in Erklärungsnöte, wie man denn überhaupt langfristig damit umgeht. Ich glaube, Sie alle haben schon mal auch im Freundeskreis darüber gesprochen, keine Zinsen mehr zu haben, auf Sparguthaben zum Beispiel. Das sind alles Themen, die uns umtrieben haben. Aber wir kommen jetzt in eine neue Phase. Und diese Rückkehr zur Normalität, also die Rückkehr zur Normalität, dass Geld wieder einen Preis hat, das wird auch wieder ein Experiment werden. Denn da ist die Frage, wie kommen wir zurück in diese Zeit? Wie kommen wir, denken Sie an den Immobiliensektor zum Beispiel, der enorm hohe Preise erzeugt hat in den letzten Jahren bei Nullzinspolitik. In Zukunft haben wir wieder Zinsen. Man merkt das auch am Immobilienmarkt, dass Makler auch berichten, dass Immobilien nicht mehr so gut weggehen zum Beispiel, weil es plötzlich teurer wird für die Menschen. Also all das, diese Rückkehr, wir befinden uns gerade am Anfang, die wird sehr spannend und wird ein spannendes Experiment in den nächsten Jahren. Ich komme zum Fazit und ich möchte ganz gerne nochmal zurück auf dieses deutsche Modell. Ich habe das ja gerade mit Ihnen alles einmal durchgearbeitet und möchte nochmal festhalten, was eigentlich von diesem deutschen Modell, von dem Modell von Hans Tietmeyer, was davon übrig geblieben ist. Letztendlich, Konvergenz der Mitgliedstaaten haben wir bis heute nicht. Nach wie vor nicht. Die Schuldenstände, Sie haben die gesehen, die sind unterschiedlich, Leistungsfähigkeiten sind unterschiedlich. Tietmeyer hat immer gesagt, seine Sorge ist, dass eine gemeinsame Währung, wenn man die Währung als Mantel sieht, dann wird der Mantel für die einen zu groß und für die anderen zu klein sein. Und das haben wir heute immer noch. Ein Griechenland, wenn die nicht im Euro wären, dann hätten die ihre Währung längst abgewertet und wären dadurch auch wettbewerbsfähiger. Also die wären günstiger, was wir mit Euro und US-Dollar gehabt haben, wären günstiger und können einfacher ihre Produkte am Weltmarkt verkaufen. Die sind gefangen in diesem System. Letztendlich, das System hat auch eine politische Dimension, deswegen das darf man nie vergessen. Ich habe ja anfangs auch eingangs auch gesagt, ich werte das sehr faktisch, sehr ökonomisch, aber diese Konvergenz der Mitgliedstaaten ist nach wie vor nicht erreicht. Und meine persönliche Hoffnung liegt jetzt in diesem neuen Regelwerk, was jetzt angegangen wird, dass man dadurch, weil Erkenntnisprobleme hat, glaube ich, niemand, es geht um Umsetzungsprobleme, dass man dieses Thema angeht, dass wir endlich zur Konvergenz kommen. Automatischer Sanktionsmechanismus haben wir auch nicht. Auch das Hoffnung aufs Regelwerk, dass das nachgebessert wird. Tietmeyer sprach immer von einem Fallbeil. Wenn eine Regel gerissen wird, muss ein Fallbeil geben und eine ganze Strafe, wie auch immer sie aussieht. EZB nach Vorbild der Bundesbank. Ich habe neutral dran gemacht, weil die EZB war nach Vorbild der Bundesbank gebaut, war es dann seit 2010 nicht mehr. Und jetzt sollte man der EZB aber eine Chance geben, wie ich finde, weil die EZB hat jetzt in den letzten Monaten auch nochmal Fehler gemacht, aber zumindest arbeitet sie gerade nach und ich glaube, da muss man einfach weiter beobachten. Verbot monetärer Staatsfinanzierung ist passiert, und zwar in enormem Umfang durch diese ganzen Staatsanleihenaufkäufe und diese groß aufgeblasene EZB
Bilanz. Auch das ein Fehler, da wird die Frage sein, in Zukunft, wie geht man damit um? Das gleiche mit der No-Bail-Out-Klausel. Durch die, was ich gezeigt hatte, durch die ganzen Instrumente, die wir auf den Weg gebracht haben, haften wir einfach heute auch für die Griechen. Und die Griechen auch für die Italiener und die Italiener auch für die Deutschen. Und dieses Thema wird uns noch lange begleiten. Da wird die Frage sein, wie schaffen wir es, möglicherweise zurückzukommen, zurückzukehren zu dieser Nichtbeistandsklausel. Und langfristig die politische Union, da mache ich auch mal einen Kreis dran, also ein neutral, weil ich glaube schon, dass, Herr Gehler hat es vorhin gesagt, ich bin Erasmianer, ich kann den Begriff noch gar nicht, aber ich habe zumindest ein Erasmus-Semester gemacht und ich glaube auch gerade die jüngere Generation, die kennt die Welt gar nicht ohne Europa und ich merke auch einen sehr starken Hang zu Europa und ich glaube, dass es da auch weitergehen wird. Man muss nur künftig sehr klug sich überlegen, welche Dinge sind europäisierbar oder auch nicht. Ich diskutiere mit Herrn Gehler immer gerne über die europäische Verteidigungsarmee zum Beispiel. Eine Scheindebatte, die wir haben seit den 50er Jahren, also das ist ja kein neues Thema. Jetzt gerade in Zeiten von Ukraine wieder groß geworden, dieses Thema. Warum haben wir keine europäische Armee, keine funktionierende europäische Armee? Finde ich, ist eine Frage, die man stellen darf, die man auch in Zukunft stellen sollte, weil das würde bestimmt auf Effizienzgesichtspunkten durchaus Sinn machen. Aber ich hatte vorher noch dieses Thema europäische Finanzminister zum Beispiel genannt. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Aber ich glaube, auch da können wir vielleicht in der Diskussion gleich nochmal auch über andere Dinge sprechen, die vielleicht noch europäisierbar wären. Und da muss man dann mal schauen. Abschließend ein Zitat von Tietmeier. Tietmeier wurde 97 gefragt, welches denn die härtere Währung wird, der Euro oder die D-Mark? Und Tietmeier sagte, er hätte mit dem Orakel von Delphi gesprochen darüber. Und das Orakel von Delphi hätte ihm gesagt, der Euro, nicht die D-Mark. Aber wo das Komma steht, haben wir nämlich verraten. Und mit diesem Zitat möchte ich schließen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Dr. Joachim Algemissen. Sie haben gesehen, die Mischung aus historischer Kenntnis, Biografie eines zentralen deutschen Finanz-, Wirtschafts- und Währungsexperten wie Hans Tietmeier, Praxis, haben sich hier fast idealtypisch mit diesem Vortrag synthetisch vereint, mit einer entsprechenden Analyse der aktuellen, gegenwärtigen Finanz-, Wirtschafts- und Währungsverhältnisse in Deutschland, in Europa, mit auch Tendenzen der Prognostik. Das ist ja was Historiker in der Regel kaum leisten können, aber was sie sich auch ab und zu zutrauen können. Es ist erwähnt worden, die Phantomdebatte über eine Europa-Armee, über eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, warum es die bis heute nicht gibt. Und die Antwort können Sie aus der Geschichte entnehmen. Der frühere NATO-Generalsekretär, ein Brite, der hieß Lord Lionel Hastings Ismay, ich erwähne es immer wieder, ist mal gefragt worden in den 50er Jahren, was ist eigentlich der Sinn und Zweck der NATO? Und die Antwort gibt auch eine Antwort auf die Frage, warum wir keine Europa-Armee haben. Er hat gesagt, Frage, what is the purpose of nature? Sehr einfach und simpel, auf wunderbare britische Weise, wie wenn man etwas in eine Nussschale reingibt, to put it in a nutshell, to keep the Russians out, to keep us in and to keep the Germans down. Das nennen die Historiker Triple Containment, also die dreifache Eindämmung. Russland möglichst weg, rausdrängen aus Europa, uns reindrängen, uns hier als Militärpräsenz, Macht auch präsent machen und die Gefahr einer deutschen Wiederkehr der politischen Macht, sowas, was wir erlebt haben, einen Amoklauf, der dann stattfand, 39 folgende, ein für alle Mal zu verhindern. Und die deutsche Seite war auch bereit. Bereit zur Selbsteindämmung. Das muss man klar dazu sagen. Es war im Grunde Konsens. Und dieses Triple Containment erklärt, warum wir bis heute keine europäische Streitkraft haben, mal abgesehen von der Uneinigkeit der Europäer, vom fehlenden Willen, von der fehlenden Strategie, von den fehlenden Mitteln, von den fehlenden Kompetenzen. Und wenn jetzt, ich darf jetzt den Vortrag von Joachim Algemissen knapp kurz zusammenfassen, denn jetzt Joachim Algemissen von einer dreifachen Abhängigkeit gesprochen hat.
würde dann sagen, Triple Containment, Triple Dependency. Das hat er sehr klar gesagt am Anfang seines Vortrags, nämlich militärisch abhängig von der NATO, Klammer auf, USA. Ökonomisch abhängig, das wurde in dieser Aufstellung ja wirklich drastisch vor Augen geführt von der Volksrepublik China. Und energiepolitisch abhängig von der Russischen Föderation, also aus dieser Umklammerung, aus dieser Zwangskonstellation versucht man sich jetzt mühsam herauszuwinden, dann zeigt das, in welcher Situation Deutschland, besonders Deutschland, aber natürlich mit Deutschland sonst EU-Europa ist. Bei der Frage, die Sie zuletzt angeschnitten haben, was hat denn die EZB möglicherweise versäumt mit der Reimportierung von Inflation, das war von 20% die Höhe, habe ich mich gefragt, sind wir Deutschen, ich bin der Österreicher und Europäer, nicht noch abhängig auch von der FED? Sind wir notenbankpolitisch neben der sicherheitspolitischen Abhängigkeit NATO, sind wir nicht auch notenbankpolitisch abhängig? Was die FED macht, machen wir dann 3-4 Monate später, die Frau Lagarde. Und in dem Fall wäre es dann schon mehr als Triple Dependency, nämlich Full-Time Dependency. Herr Algemissen hat sehr schön herausgearbeitet, meine Damen und Herren, was ist der Unterschied zwischen Währungsforschung und Währungspolitik. Er hat heute zu uns als Währungsforscher, als Tietmeier-Forscher, als Tietmeier-Experte und aktueller Währungsforscher referiert. Er hat sehr schön aufgezeigt, wie die Dinge einzuordnen sind. Er hat von einer Rezession gesprochen, die wir jetzt wieder erleben. Die erleben wir schon nach 2007, 2008. Da werden wir spannend zu diskutieren, wie kann das weitergehen. Er hat sehr schön aufgezeigt, die unterschiedlichen Zugänge eine Wirtschafts- und Währungsunion zu schaffen, Lokomotivtheorie, Krönungstheorie, es hat sich die Lokomotivtheorie durchgesetzt und es hat sich auch letztlich der französische Standpunkt durchgesetzt. Ich frage mich als Historiker, wie hängt das mit den politischen Konstellationen zusammen? Kohl geht 1998, Dietmeier geht 1999. Was hatten wir dann für deutsche Bundeskanzler, für Finanzminister? Ja, Dietmeier ist nicht mehr da, ein Kopf, ein Denker, ein Falke. Haben wir dann geschröpfte Falken oder so halbe Falkentauben. Wie geht es mit den politischen Konstellationen zusammen? Ist Deutschland nicht mehr der starke Faktor in Folge? Wäre eine spannende Frage. Herr Algemissen hat sehr schön herausgearbeitet, die Problembereiche. Das Regelwerk, das man aufgesetzt hat, funktioniert nicht oder ist ausgesetzt, sagen wir so. Er hat auf die Staatsverschuldung verwiesen, auf die Problematik der Grundsätze, die für die EZB, für das Bauwerk der EZB angelegt waren, nicht eingehalten worden sind, vor allem Preisstabilität, also ein Riesenproblem, und vor allen Dingen auf die Inflation, auf die Gründe hat er hingewiesen, die Hintergründe, die zu diesem inflationären Anstieg der Inflation, inflationärer Anstieg der Inflation ist fast eine Tautologie, der zum Anstieg der Inflation geführt haben, und hier die Gründe genannt, Staatsverschuldung, Nachfragedampf, Bauboom, Energiepreisanstieg und Lockdown, Corona und ja, eine etwas verzögerte Reaktion der EZB. Zündfunke und Zunder, also wir haben genau, denke ich, guten Stoff für Diskussion. Es gibt ein Mikrofon im Saal, das ist hier in der Ecke, das kann man in die Hand nehmen. Es gibt sicher eine liebenswerte Menschen, die jetzt in den jeweiligen Flügel der Säle entsprechend herumdrängen und Fragen beantwortet, dann Fragen, die aus dem Publikum kommen. Herr Klein, Sie sind so nett, ganz lieb. Gehen wir mal in diesen Flügelsaal rein und sammeln Fragen. Ich würde sagen, wir sammeln Fragen. Sie machen wunderbar in der Zeit. Sie haben weniger als eine Stunde gesprochen. Auch das Chapeau, das ist Profi. Das ist nicht so einfach. Bei dem komplexen Thema, historisch und auch aktuell und gegenwartsorientiert, nochmal dafür auch Dankeschön. Herr Klein, wer hat Fragen aus diesem Flügelbereich? Das ist ein ganz engagierter Student, Lukas Herrmann. Bitte schön. Ja, Sie haben erwähnt, dass China den Kongo auch wirtschaftlich mit kontrolliert. Und da würde mich interessieren, haben die sich da Sonderrechte beim Rohstoffabbau gesichert? Oder beispielsweise im Iran haben sie sowas gemacht? Da haben sie sich für sehr viel Geld, für 400 Milliarden Dollar, über mehrere Jahrzehnte Abbaurechte, sowohl im Meer, im Fischen, als auch im Abbau auf dem Land gesichert. Also ist das ähnlich mit dem Kongo. Weil gerade wirtschaftlich isolierte Staaten sind ja gefundenes Fressen für China, dass diese Staaten ja langfristig an sich bindet. Vielen Dank, wir versuchen mal zu sammeln. Herr Freiwald, langjähriger Besucher unserer Europagespräche, vielen Dank für Ihre stete Präsenz.
Sie sprachen davon, dass Europa sich neue Regeln geben muss, weil die alten nicht funktionieren. Ich frage mich, ob wir das unter den 27, die derzeit in der Europäischen Union sind, einvernehmlich hinkriegen. Wobei das wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren wird, stellt sich für mich die Frage des Europas der zwei Geschwindigkeiten. Wie sehen Sie diese Möglichkeit? Und ist das unter dem Gesichtspunkt realistisch? Und jetzt haben wir noch eine dritte Frage, sicher aus diesem Flügel des Saals. Falls Sie doch nochmal, gerne kann der Herrmann nochmal eine Frage stellen, natürlich. Ja, was ist denn Ihre Prognose zu Chinas Methode, sich auch in europäische Häfen einzukaufen? Das ist ja gerade ein ganz aktuelles Thema mit dem Terminal am Hamburghafen, was ja jetzt auch kein Präzedenzfall ist, das gab es schon vorher in Europa. Was da Ihre Prognose für die chinesische Wirtschaftsstrategie vielleicht ist? Auch in Einbezug dessen, dass Herr Scholz, sage ich mal, mehr oder weniger im Alleingang, was er jetzt durchgeboxt hat, die 24% davon an den Transkonzernversuch verkaufen. Wunderbar, vielen Dank. Jetzt haben wir drei schöne Fragen da gewesen. Jetzt hier auch so. Ich fange mal mit der letzten an, weil das ja ein total aktuelles Thema ist. Ne? Also ich persönlich muss Ihnen sagen, und ich glaube, ich spreche da auch für die gesamte FDP-Bundestagsfraktion, weil das ist in der Ampel auch sehr kritisch aufgenommen worden. Es wurde ja verhindert, diesen Kauf der Chinesen in den Hamburger Hafen. Wurde ja versucht, das zu verhindern. Dann gab es ja die Debatte, wo die mal gestellt wurde vom Kanzleramt, entweder sind es 33% oder 24,9%, aber es geht nicht darum, ob ja oder nein. So, und das war, kann ich nur sagen, das war auch intern nicht ganz einfach, damit umzugehen, gerade vor dem Hintergrund, erst ein paar Tage vorher hatte man diese Bilder vom chinesischen Parteitag gesehen, wo nämlich der Vizepräsident, also aus dem Kabinett, jemand abgeführt worden ist. Allein das sind ja Bilder, die irgendwie auch wirken sollten. Und wir selber, es wird gerade eine China-Strategie erarbeitet, auch im Bundeswirtschaftsministerium, wie künftig damit umgehen. Und wir kommen aus einer Situation, wo wir versuchen, Abhängigkeiten zu reduzieren von, ich nenne sie jetzt mal so platt, Schurkenstaaten. Und die Frage ist, haben wir in China mit einem Schurken, haben wir es hier mit einem Schurkenstaat zu tun? Ich glaube, das ist differenzierter, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil China ist mit Sicherheit anders als Russland, aber zumindest bei der hohen Abhängigkeit, die wir haben, wollen wir dann, analog zu Piräus zum Beispiel, wo wir das Thema schon mal gehabt haben, wo Chinesen auch mit drin sitzen, wollen wir das auch in Deutschland haben. Und kann ich Ihnen sagen, dass ich da kein Fan von bin, ich persönlich. Ich glaube, wir machen einen ganz, ganz falschen, einen ganz falschen Schritt, den Chinesen da quasi auch noch eine Tür zu öffnen. Aber da hat sich der Bundeskanzler durchgesetzt und mit der Entscheidung müssen wir jetzt leider leben. Also insofern, ich wäre bei solchen Dingen, gerade aus der Erfahrung heraus, wir alle, wenn man so die letzten 20 Jahre mit Russland sich anschaut, Nord Stream 2, Nord Stream 1 und diese ganzen Erfolge, wir haben uns ja wirklich von diesem billigen Gas, haben wir uns ja verzaubern lassen und haben gesagt, mit den Russen, da passiert sowas niemals. Und jetzt sitzen wir in so einer kriegerischen, ne, so keine kriegerische Handlung zum Glück, aber zumindest haben wir Krieg auf europäischem Boden. Und wir machen gerade den gleichen Fehler mit China wieder. Und da muss ich sagen, war ich auch sehr verwundert, dass man es zulässt. Aber es konnte halt von den Ampelpartnern auch nicht aufgehalten werden. Also insofern, das vielleicht als Einschätzung zu China. Stichwort Kongo, wie das gemeinsam ist mit dem Handelsabkommen, das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, ehrlicherweise. Das müsste man mal recherchieren. Das ist mal eine ganz spannende Frage. Es war vor allem, also die Daten, die uns auch mal vorliegen, sind, wenn wir auf Abhängigkeiten schauen, Abhängigkeiten auch in Bezug auf Energie oder in Bezug auf Industrie, also welche Abhängigkeit hat unsere Industrie von anderen Staaten, dann schauen wir uns halt nicht immer nur die Staaten an, also die Staaten als solches, sondern welche Gebiete auf der Welt sind denn auch beherrscht von gewissen Staaten. Das kann im Kongo durchaus so sein, dass die Chinesen sich die Rohstoffvorkommen dann wirklich gesichert haben, also langfristige Verträge haben, ich vermute das sogar. Aber zumindest gibt es diese beherrschten Gebiete und die sind natürlich in Afrika sehr weit ausgeprägt. Ne? Also die Chinesen haben in den letzten 20 Jahren, das war ja so ein bisschen unter dem Deckmantel, also man hat es ja gar nicht so richtig mitbekommen, zumindest nicht in unseren Medien, haben sich da viele Gebiete gesichert. Das ist übrigens gut vergleichbar, wie ich finde, mit den Entwicklungen, die auf europäischer Ebene passieren. Ich stelle Ihnen mal eine Frage. Wir alle lesen doch ständig in den großen Tageszeitungen Rücktritt
Scholz, Rücktritt Habeck, also es wird immer was gefordert, ja? Rücktritt Lindner, weil wieder Mist gebaut. Ich habe noch nie gelesen, dass der Rücktritt von Herrn Timmermans zum Beispiel gefordert wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Europa ist irgendwie für uns, zumindest medial, das was wir am ehesten wahrnehmen, ganz weit weg. Und dabei macht Europa sehr, sehr wichtige Entscheidungen für uns, für die Industrie, für unser aller Leben. Und insofern finde ich, dass durchaus vergleichbar, dass da auch die Medien auch noch mehr in die Pflicht genommen werden müssen, dass über solche Entwicklungen berichtet wird. Weil ich glaube, der einfache Bürger kriegt sowas viel zu wenig mit, was da geopolitisch passiert ist, ist ja bereits passiert. Und das hat für unsere Zukunft viel zu bedeuten. Stichwort Regelwerk. In Europa der zwei Geschwindigkeiten. Ich sage es mal so. Wenn ich einen Ehekrach habe, dann sollte ich auch nicht sofort die Scheidung machen, sondern vielleicht erstmal eine Paartherapie. So, und ich glaube, das kann man für die Eurozone auch so ähnlich sagen. Ich bin jetzt mal gespannt auf die nächsten Monate, weil dieses Regelwerk wurde ja durch die Corona-Pandemie, ich hatte es vorhin im Vortrag auch gesagt, wurde ja ausgesetzt. Und ich finde, das macht auch Sinn. Also wir waren in einer Situation, die war ja mit nichts zu vergleichen, was wir vorher gehabt haben. Die Pandemie, wir alle hier im Raum, wir waren ja ein bisschen hilflos. Wir waren ja nahezu hilflos, aber ich wusste, was passiert. Europa der zwei Geschwindigkeiten, finde ich, ist ein schönes Modell. Kann man auch gerade als Ökonom sehr schön auch theoretisch in Szenarien denken. Ich sehe da politisch einfach nicht so richtig den Weg. Weil letztendlich ist das so ähnlich wie diesem Regelwerk. Wir Ökonomen haben ja die Aufgabe, Ökonomen und Juristen, haben ja die Aufgabe, sich solche Regelwerke auszudenken. So, und dann tragen wir sowas ja, und das ist momentan übrigens mein Job auch, und dann tragen wir solche Dinge ja der Politik vor. Und die Politik macht dann basierend auf diesen Überlegungen, auf diesen Szenarien, macht sie dann Entscheidungen. Und genauso finden diese Entscheidungen auch statt, wenn halt dieses Regelwerk dann auch verletzt wird. Nämlich die Regeln sind dann plötzlich, spielen keine Rolle, also sind nicht wichtig. So, insofern fehlt mir da so ein bisschen die Fantasie bei dem Europa der zwei Geschwindigkeiten. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich glaube, das war ja damals, ich habe noch mit Wolfgang Schäuble drüber gesprochen im Interview, es war ja der ganz klare Vorschlag von Schäuble, dass Griechenland aus dem Euro austritt. Was ökonomisch in Sicherheit viel, viel Sinn gemacht hätte. Ich hatte es im Vortrag ja auch gesagt, also Griechenland wäre sofort in der Lage gewesen, die Währung, die Drachme hätten sie wieder eingeführt oder welche Währung auch immer, wären sofort in der Lage gewesen, die Drachme abzuwerten, hätten vielleicht neue Wirtschaftszweige aufbauen können in dem Land, weil sie plötzlich sehr günstig geworden wären. Auch wir alle hätten dann Urlaub machen können in Griechenland, weil in Griechenland plötzlich der Urlaub günstig wird, weil man muss ja eine Drachme bezahlen. Und die Drachme ist viel schwächer als der Euro. Gleiches gilt für die Industrie. Die Griechen haben dann landwirtschaftliche Produkte anbauen können. Die importieren ja heute selbst Tomaten mittlerweile, obwohl sie in Griechenland gut wachsen. Insofern, das wäre ökonomisch sinnvoll. Die Frage ist halt auch wieder politische Dimension. Tritt man einen Dominostein los damit? Und was, das ist immer dieser Punkt zu Ende denken, das Ganze. Ne? Was passiert, wenn man jetzt Griechenland, also das in egal wer, es muss ja nicht Griechenland sein, auch Italien sein oder wo man, wenn man den ersten Staat aus der Eurozone quasi entlässt oder rauslässt, dann kann man doch, genauso wie beim Brexit auch, dann weiß man leider nicht, was für Dynamiken das mit sich bringt. Und deswegen wäre ich bei solchen Sachen immer sehr vorsichtig. Und deswegen habe ich das gerade eingangs gesagt, wenn man so eine Ehekrise hat, müsste man, glaube ich, sehr, sehr intensiv über eine Paartherapie nachdenken und sehr intensiv darüber nachdenken, wie man dieses Regelwerk in Zukunft so konzipieren kann, dass man da wieder auf den grünen Zweig kommt. Weil das ist immer so diese Schwierigkeit, politische und ökonomische Dimension. Ja, das Europa der zwei Geschwindigkeiten ist ja nichts Neues, es ist im Grunde ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte der europäischen Integration von den Anfängen bis heute. Wir haben ja auch nicht alle EU-Mitglieder, die in der Eurozone sind. Es sind derzeit 19 und 8 Mitglieder sind nicht im Euro. Kroatien ist übrigens am Sprung, soll demnächst auch Mitglied des Euros werden. Das heißt also, hier gibt es eine Anziehungskraft auch und eben ist ja der Euro auch eine Währung, eine Zweitwährung. Kann man fast sagen, in jenen Ländern, die noch nicht im Euro sind, auch eine Nachbarländer der EU. Erlauben Sie mir einen Kommentar zu Kroatien, weil ich finde, das ist eine spannende Debatte, weil ich die selber auch im Bundestag verfolgt habe. Ja. Weil da kam nämlich auch die Frage einer Bewertung, wie stehen wir eigentlich zu Kroatien, zu dem Euro-Beitritt. Und was mir da aufgefallen ist, auch da die Situation. Februar, Russland marschiert in die Ukraine ein,
Kroatien war im Mai, glaube ich, oder im Juni, oder letztendlich im Sommer. So, und da kommt diese Debatte auf, wollen wir eigentlich was zum kroatischen Währungsbeitritt sagen? Und es wurde gar nicht großartig darüber diskutiert, weil diese ganze Politik, Ukraine mit rein und weil Sicherheitsaspekte, Kroatien stellen Euro rein, wir müssen ja irgendwie stärker aufgestellt werden. Dieses Regelwerk spielt keine Rolle, darum ging es gar nicht. Es wurde natürlich auf die Konvergenzkriterien irgendwie mal drauf geschaut, aber hätte man da genau hingeschaut, also ganz genau hingeschaut, dann würde ich mal ein Fragezeichen daran machen, ob Kroatien wirklich der richtige Kandidat für die Eurozone ist. Jetzt nur basiert auf dem Regelwerk. Politisch verstehe ich das alles total und sehe das, teile sogar auch diese Einschätzung, dass man Kroatien in den Währungsraum reinholen sollte, gerade auch um eine stärkere Bastion gegenüber Russland aufzubauen. Alles okay. Aber halt, gerade Kroatien, weil es ein top aktuelles Thema ist, es wurde quasi durchgewunken, wenn man so sagen darf. Und das sind natürlich dann auch wieder so Dinge, über die wir wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren sprechen, wenn man langfristige Daten hat und sehen kann, wie sich das eigentlich entwickelt hat. Also die Bundesrepublik Deutschland, meine Damen und Herren, hätte eine Montanunion nicht gebraucht. Mit dem Ruhrgebiet, mit der Kohleförderung, mit der Schallproduktion. Das war eine zutiefst politische Entscheidung, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu gründen. Und die weiteren Schritte, die Sie verfolgen können, zutiefst politische, stabilitätspolitische Entscheidung. Und der Glaube, dass es eine Wirtschaftsgemeinschaft war, von Anfang an und erst später die Politik dazu kam, ist völlig irrig. Es war zutiefst politisch motiviert, von 1950 an. Und Kroatien ist das nächste Beispiel, wir können viele andere Beispiele nennen. Wir haben Herrn Klein im anderen Flügel des Saals stehen und dort gibt es schon Fragen. Herr Lühr ist der Erste und weitere Fragen werden gleich gerne gesammelt. Herr Becker, ich möchte noch mal ein bisschen auf die Person Dietmeier etwas fragen. 1990, als der Messias Ministerpräsident wurde und die Verhandlungen geführt worden sind, der Währungs- und Wirtschaftsunion, hat der Dietmeier angeblich gesagt, Sie kennen die DDR nicht, aber wir DDR-Leute, wir kennen die Bundesrepublik besser. Konnten Sie das irgendwo nachlesen, wie er sich dazu nachher verhalten hat und geäußert hat? Zweite Frage. Ja. 1998 hat ein Ralf Zipanik, der war für die Wirtschaftsfragen in Europa im Bundeskanzleramt zuständig, er hat dringend Kohl gewarnt, Italien und Belgien, wie wir es ja gesehen haben, nicht in die Eurozone mit aufzunehmen. Wie hat Dietmeier sich damals verhalten? Er war ja noch Bundesbankpräsident. Und er ist ja dann wahrscheinlich auch geschasst worden von Lafontaine, als er den Finanzminister wurde. Oder ist er altersbedingt dann ausgeschieden? Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Aber ich meine, ich hätte es mal gelesen, dass Lafontaine mit ihm nicht einverstanden war. Vielen Dank. Dann haben wir den Herrn in der zweiten Reihe. Bitte. Ja, Herr Müller ist mein Name. Herr Müller, bitteschön. Ja, ich hätte gerne eine Anmerkung gemacht und dann auch nur eine Frage gestellt. Ja, eine Anmerkung und eine Frage, vielleicht die Anmerkung, wenn sozusagen der Erfolg oder Nicht-Erfolg des Euros gemessen wird, dann haben Sie das ja nach dem Auftrag, nach Ihrer Überschrift hergeleitet, nach den Kriterien, die Dietmeier damals, oder die für Dietmeier damals wichtig waren. Das darf aber nicht zu dem Schluss führen, dass das jetzt sozusagen dann Gesamtergebnisse, wenn man dann Haken oder nicht Haken macht, dass das ein gesamtrichtiges Bild, soweit man immer auch da richtig machen kann, zum Euro heute darstellt. Weil es sind seine Kriterien, seine Wichtigkeit gewesen. Es gibt aber heute andere Wichtigkeiten, daneben, darüber, darunter und so weiter. Das muss man sehen, glaube ich, um sich nicht vom Thema ein Stückchen verführen zu lassen, um die vielen durchgestrichenen Kriterien, die nicht erfüllt wurden und auch wahrscheinlich nicht erfüllt werden, sozusagen als negativ abzuhaken. Ein zweiter Punkt, da aber die Frage nochmal China und Abhängigkeit. Da muss ich sagen, da habe ich das Gefühl, dass Deutschland in der Tat nicht ganz so viel aus dieser Abhängigkeit von Russland gelernt hat, sondern sofort wieder in andere Abhängigkeiten zusätzlich noch reingeht. Ich vermisse an der Stelle, und da ist dann die Frage, ob Sie vielleicht ein anderes Bild haben, ich vermisse das systematische Bild. Jedes Unternehmen, jedes größere Unternehmen macht ein Risikomanagement, macht eine Risikolandkarte, bewertet die Risiken auch monetär und entscheidet dann, nutzt
die Risiken auch als Chancen und so weiter. Also ein solches Gesamtbild vermisse ich. Es wird hier mal über China diskutiert, dann gibt es wieder mal ein anderes Land. Alles berechtigte Argumente, die man dann auch hört. Aber das Gesamtbild fehlt hier. Der Volkswirt, der ist da eigentlich gefragt, um mal so ein Gesamtbild. Und da finde ich, das macht dann auch den Bürger so ein bisschen, lässt ihn fragwürdig werden. Ne? Was machen wir eigentlich als Deutsche? Wo ist eigentlich die systematische Antwort? Nicht die einzige in China. Also das ist meine Frage. Sehen Sie so etwas? Wir kriegen es nur nicht mit. Vielleicht sehen Sie es so. Vielen Dank. Das erste war eine ganz wichtige Frage der Methodik, auch Quellenkritik. Wie sahen denn die Bilder anderer Notenbankpräsidenten in Europa aus? Nicht welche Falken wie Dietmeyers war. Und das Zweite, was ja auch immer wieder bei der Geschichte der europäischen Einigung, Integration und Union mit zu bedenken ist, es verschieben sich ständig die Rahmenbedingungen. Die innenpolitischen Verhältnisse, die parteipolitischen Verhältnisse, die regierungspolitischen Verhältnisse, die Institutionen werden von neuen Personen, Akteuren besetzt. Die Herausforderung, die Agenda ändert sich. Insofern muss man das auch fairerweise dazu sagen. Ein Helmut Kohl war noch Bundeskanzler von EG12 Staaten und dann von EU15. Und Merkel war es von EU28. Ja? Also wir reden immer wieder über ganz verschiedene Konstellationen, wenn wir diesen dynamischen Prozess beachten. Der zweite Punkt, umfassender Zugang, wirft generell, glaube ich, ein Methodenproblem auf, und Sie werden gleich antworten. Wie können wir das alles erfassen? Wie ist das möglich? Ich sage es ganz offen für die Geschichte, nur von der Geschichte jetzt, von EG12. Nur im Team. Wir können das allein nicht mehr stellen. Ausgeschlossen, Sie können den nationalen Zugang in gewisser Weise einigermaßen in den Griff kriegen. Sie kriegen das Gesamtbild nur in einem konzertierten Teamzugang der Forschung. Aber ich bin gespannt auf Ihre Antwort. Ich habe noch den Herrn Deitke, der ist Student, und der hat auch das Mikrofon gleich und kann noch die dritte Frage in diesem Flügel des Saals aufwerfen. Herr Elgans, Sie haben ja einige topaktuelle Probleme auf jeden Fall aufgezählt. Den Ukraine-Krieg, den Energiepreisschock, Inflation etc. Was mich noch interessieren würde, ist, wir haben es ja auch aktuell mit einem erschlagenden Dollar zu tun. Inwieweit wird sich das weiterentwickeln, in was für Turbulenzen begeben wir uns da und was haben wir davon zu erwarten, also wie wird sich das entwickeln? Dankeschön. Drei Fragen haben wir jetzt hier auf dem Paket. Oder was gibst du da? Zu Derivatfragen, Zusatzfragen. Nee, Zusatzfragen, Modusfragen, genau. Ich fange einfach bei der ersten Frage an. Ganz spannend, weil für mich war das irgendwie auch eine Blackbox, dieses Thema damals, ne? Als ich mit Tietmeyer darüber gesprochen habe. Und weil es für Tietmeyer genauso eine Blackbox gewesen ist, als er damals diese Verhandlung eingestiegen ist. Ich erinnere mich noch sehr gut. Also ich habe ja vorhin gesagt, als ich zu Beginn mich ins Archiv gestürzt habe und diese Tage bei Tietmeyers Keller auch übernachtet habe und gewohnt habe, habe ich viele Abende mit ihm verbracht und habe mit ihm, hatte ich von Herrn Hiller auf dem Weg her noch erzählt, weil es einfach eine sehr einprägende Zeit für mich war, eine ganz besondere, für die ich sehr dankbar bin, saß ich mit Tietmeyer abends bei der Flasche Rotwein zusammen. Und er hatte mir, das war tatsächlich auch als Zuhörer immer auch sehr anstrengend, weil er mir viele Details auch erzählt hat, aus dieser Zeit der Ost-West-Verhandlungen. Und er sagte zu mir, dass er tatsächlich, er war ja damals auch Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und zuvor ja auch in der Kohl. Und er meinte, wir hatten über die DDR einfach keine Informationen. Und wir hatten damals, es gab dann so einen ökonomischen Weltatlas, ne? Stichwort Weltatlas, so einen ökonomischen Weltatlas. Und da war damals die DDR gerankt als Volkswirtschaft, als stärkste Volkswirtschaft auf Platz 12. So. Da gab es dazu Zahlen über den Schuldenstand der DDR. Dieser Schuldenstand der DDR, umso weiter die Verhandlungen kamen, verdoppelte sich jede Woche.
So, und er kann nur neue Zahlen. Der meinte, wir hatten einfach keine Grundlage. So, und diese Grundlage, dann gab es Zeitdruck noch dazu, man hatte ja von November bis Juli nur Zeit, mit dem man noch einzuführen. Und er meinte, das war halt eine wahnsinnig schwierige Situation für ihn. Insofern muss man dann dem Messier auch recht geben, weil Tietmeyer mir das auch sehr offen so gesagt hat, dass die ja keine Ahnung mehr haben. Und das lag aber tatsächlich an dieser fehlenden Datengrundlage. Ne? Und am Ende hatte die DDR ja zu Beginn auch angegeben, dass sie ein Volksvermögen haben. Das sehen wir ja auch noch. Ein Volksvermögen, das ja Geld ist. Und am Ende kam ein ganz großes Defizit daraus. Ne? So. Und das macht natürlich dann diese ganze Debatte um Währungskurse und so weiter unheimlich schwierig. Frage 2, Belgien, Italien, ja, Tietmeyer sehr gewarnt, also sehr offen und reden hat er gewarnt davor. Weil Tietmeyers Punkt war damals, vielleicht lieber, das geht so ein bisschen in Richtung Europa, zwei Geschwindigkeiten, vielleicht lieber mit einer kleineren Runde erstmal starten. Nicht mit der 11, nicht mit der 11, sondern zu Beginn vielleicht mit 3 oder 4. Also die halt stabil sind, die stark sind, Hartwährungszone, das wäre immer so sein Ansatz. Und da gibt es viele Papiere auch, wo er bei Bundesbank-Sitzungen dazu gesprochen hat, wo er darauf hingewiesen hat, dass Belgien und Italien 100% Schuldenquote haben. Wie kann es denn sein, dass die jetzt hier in diese Währungsunion reinkommt? Aber auch Herr Gehler und ich erinnere mich auch gut daran, dass wir auch darüber gesprochen haben und Tietmeyer uns irgendwann gesagt hat, dass er als Bundesbankpräsident sich irgendwann auch der Politik dann gefügt hat. Also ab einem gewissen Tag hat er nichts mehr gesagt, als dann die Euro-Einführung und die Mitgliedstaaten mal feststanden, weil er wusste, dass er auch mit jeder Äußerung, die er getätigt hat, betrifft ja heute die EZB-Präsidenten genauso, hatte ja Einfluss auf die Märkte, auf die Börsen. So, deswegen musste Tietmeyer sich dann sehr zurückhalten, hat es aber im Vorfeld sehr deutlich gesagt. Die italienischen Zahlen waren auch noch getürkt. Und die waren auch getürkt, genau. Creative Accounting. Das ist richtig, genau. Dann kurz, Sie erlauben mir auch eine Anmerkung zu Ihrer Anmerkung. Ja, das war Tietmeyers Modell, aber nein, es war eigentlich das Bundesbankmodell, beziehungsweise das war das Modell, das die deutschen Ökonomen gehabt haben, ne, die gefragt worden sind, basiert auf der deutschen Geschichte, der deutschen Historie, wie kann man eine Währungsunion stabil aufbauen. Deswegen ja, Tietmeyer-Modell, ja, Bundesbankmodell, ja, aber auch Modell der Bundesregierung dann geworden, zumindest viele Teile, No Bailout ist reingekommen, automatischer Sanktionsmechanismus nicht. Verbot monetärer Staatsfinanzierung ist reingekommen, aber Krönungstheorie ist es ja auch nicht geworden. Ne? Also es wurde ja die Lokomotivtheorie gewählt, Artikel hat dafür gestritten. Also insofern nicht ganz Tietmeyer-Modell, sondern Bundesbank-Modell. Tietmeyer und Lafontaine, passt das? Lafontaine ist doch sehr schnell zurückgetreten. Tietmeyer war noch bis 99. Ja, genau. Tietmeyer ist dann unter Eichelmann Finanzminister. Richtig. Das kann nicht passen mit dieser These, mit Lafontaine und Tietmeyer, das Lafontaine gegangen sein. Achso. Tietmeyer hatte seine Zeit rum. So, also, ist, es, ne? Okay, genau. So ist es. Okay. Also, es geht zeitlich nicht zusammen. Nee, genau. Sie hatte seine 2 Amtsperioden. Ach so. Und dann ist Tietmeyer gegangen und hatte dann haben wir Ernst Welticke. Ja. Das war nicht so ein großer Verfolg. Genau. Also, zumindest Tietmeyer war der letzte Hüter der D-Mark. Ne? Also, richtig. Also, nach der Ablauf der Zeit. Geopolitisches Gesamtmodell. Ja, also Bundesebene gibt es sowas natürlich auch auf Ebene des Auswärtigen Amtes, ne, zum Beispiel, die sind ja dafür zuständig, dass die Länder nach Risikofaktoren einschätzen. Ich persönlich, Sie haben es ja gerade gesagt, Volkswirt, genau, also ich persönlich bin bei solchen Dingen total vorsichtig aktuell, weil wir haben so eine hohe Dynamik in der Welt. Die Frage ist, wie entwickeln sich die afrikanischen Staaten, also ich will mal ein Beispiel nennen. Vor kurzem wurde ich sehr stark konfrontiert mit dem Land Burkina Faso. Ich hatte in Burkina Faso noch nie was zu tun. Wissen Sie, was in Burkina Faso sehr stark ausgeprägt ist? Deutsche Pflegeschulen. Also in Burkina Faso werden Pfleger ausgebildet. Die lernen Deutsch und die haben Pflegeschule. Die sind Pfleger, die Deutsch sprechen können. Haben danach, das ist übrigens der Witz an der Geschichte, was gerade auf Bundesebene auch bearbeitet wird, der Integrationsprozess, also der ganze, die ganzen Anträge, bis die hier arbeitsfähig sind, dauert aktuell noch 19 Monate. Also ne, Visa und so weiter, über die Botschaften. Aber zumindest solche Länder, die holen wir uns dann natürlich, wenn es solche Debatten gibt, holen wir uns das Auswärtige Amt Einschätzung ein. Also wie gefährlich sind die quasi. Aber wie gesagt, also wir haben da ja gerade eine hohe Dynamik in der Welt. Und ich glaube, die große Aufgabe auch da, ich
werfe den Ball immer gern zu den Medien, das ist ja die Frage, was die Medien daraus machen. Ne? Also Wirtschaftsforschungsinstitute bearbeiten dieses Thema auch. Es gibt auch solche Landkarten, die auch vom IFO-Institut und vom IW Köln und so weiter aufgebaut werden. Aber die Medien berichten über sowas nicht, weil das sind vielleicht keine spannenden Geschichten. Dann hatten wir noch die Weiterentwicklung des US-Dollars. Also ich glaube, aber ich habe auch keine Glaskugel, ehrlicherweise, weil das ist alles abhängig jetzt von vielen Schritten, die die einzelnen Zentralbanken auch machen. Herr Gebhardt hat das auch in seinem Statement noch gesagt. Natürlich besteht noch eine gewisse Abhängigkeit von der FED, aber diese Abhängigkeit, die lag es eigentlich schon immer in einer Welt. Weil wenn nämlich eine Zentralbank losläuft, dann geht das Kapital in diese Richtung. Dadurch, dass die EZB jetzt endlich auf dem Weg ist, auch die Inflation sehr stark zu bekämpfen und die Zinsen nachzuschieben, kann es passieren, und das ist jetzt die Frage, wie es in nächster Zeit entwickelt, dass Kapital auch zurückfließt in die Eurozone. Vielleicht lesen Sie es auch in der Zeitung, die ersten Banken bieten plötzlich wieder Zinsen an. Es gibt bis zu 1,5, 1,8% Zinsen auf ein Jahr, also für Privatpersonen, für ein Jahr Geldanlagen. Ja, sowas geht jetzt gerade wieder los und ist immer die Frage, was macht Großkapital? Und ich kann mir schon vorstellen, durch diese starken Bewegungen, die EZB auch angekündigt hat jetzt, dass da zumindest wieder ein bisschen Beruhigung reinkommt, was für die Märkte gut wäre, sehr wichtig sogar werden soll. Weil, ich hatte ja gesagt, also wir haben ja auch durch diese Geschichte eine hohe Inflation importiert. Und die muss abgebaut werden. Herzlichen Dank auch für die Antwort und die Fragen aus diesem Teil. Ich weiß nicht, ob Sie noch Fragen haben. Ich glaube, Fragen gäbe es noch genug. Jetzt gehen wir wieder in den Teil zurück. Und bevor Herr Adrian Hümmer, Studioso, schon in fortgeschrittenen Stadion fragt, stelle ich noch die andere Frage. Rezession haben wir erlebt. Rezession sind wir wieder drin. Wie sieht denn das aus im Verhältnis Rezession und Depression? Wann sind denn für den objektiv arbeitenden Währungsforscher, Wirtschaftskenner, die klaren Kriterien für eine Depression erkennen, die sich von der Rezession, in der wir drin sind, unterscheidet und Gott behüte, dass wir sie erfahren. Bei den Falken und bei den Tauben habe ich eine Frage, da ist der Olli Rehn genannt. Der Olli Rehn war der ehemalige Erweiterungskommissar, ein Finne, der dann später, der war früher Erweiterungskommissar für die EU, übrigens ein Befürworter der NATO-Osterweiterung, by the way. Und der ist dann Präsident der finnischen Nationalbank geworden. Dass der unter den Tauben ist, hat mich gewundert, als Finne. Das ist vielleicht eine Detailfrage, sondern am Rande. Ich habe mich beim Zuhören Ihres Referats gefragt, wie stabil ist eigentlich die EZB? Nicht der Euro, die Eurozone, sondern die EZB selber. Und vielleicht ein letzter Punkt, wie würden Sie denn die wirtschaftlichen Zusammenhänge mit dem Ukraine-Krieg, die wirtschaftspolitischen, wirtschaftsspezifischen Folgen des Ukraine-Krieges einordnen oder benennen, weil mir geht das völlig ab in der öffentlichen Debatte. Wir sprechen praktisch, wir reden von den Sanktionen, jawohl. Aber welche wirtschaftlichen Konsequenzen hat der Ukraine-Krieg nicht nur für Deutschland und für die EU, sondern Weltwirtschaft? Ist die gesamte Weltwirtschaft von diesem Ukraine-Krieg betroffen? Preisanstiege etc. Ist das auch ein Thema für die Beratung der Bundesregierung, Bundestagsfraktion, FDP-Fraktion. Jetzt Herr Ümmer. Herr Ümmer, bitte. Ja, Sie haben darüber geredet, dass Abhängigkeiten von China hoch sind, dass wir vorher hohe Abhängigkeiten von Russland hatten, dass die EZB verzögert reagiert hat. Und das alles kombiniert sich in meinem Kopf zu der Frage, haben wir in Europa oder auch in der EZB im Finanzsystem gesehen, das Internationale verlernt. Also zum Beispiel zum verzögert auf die Zinserhöhungen der amerikanischen Bundesbank reagiert zum Beispiel, oder dass man gewisse Bewegungen nicht wahrnimmt, haben wir das Internationale verlernt. Außerhalb von Europa. Oder auch innerhalb von Europa gesehen, untereinander. Schöne Frage. Die würde ich als erstes machen, weil das ist ein total spannender Punkt. Ja, danke für die Frage auch. Ich glaube, ich habe mich in meiner Arbeit ja, mit den Jahren ab 1950 beschäftigt. Ne? Also es ist ja eine Arbeit, die wirtschaftsgeschichtlich einsteigt mit der Nachkriegszeit.
Und wir haben in den letzten Dekaden, oder in den letzten 7 Dekaden seit dem Zweiten Weltkrieg, hatten wir ja auch schon andere Krisen. Nehmen wir die 70er Jahre zum Beispiel, die wir heute in vielen Facetten auch vergleichen können. Ölpreiskrise, erste Ölpreiskrise, zweite Ölpreiskrise, 74, 79. Und in der Zeit, und das erinnert mich gerade sehr daran, weil Sie jetzt gerade nach Internationalität fragen, in der Zeit gab es eine Rückkehr zum Protektionismus. Das war damals Helmut Schmidt-Zeit. Also man hatte zu Beginn der 70er Jahre gab es die Werner-Gruppe in Luxemburg. Zur Werner-Gruppe gehörten 6 europäische Staaten. Das war Deutschland, Italien, Belgien, Luxemburg und noch 2 weitere, die ich jetzt gerade vergessen habe. Niederlande und Frankreich. Genau. Wir waren 6 Staaten waren dabei. Und es gab zu Beginn der 70er Jahre gab es die Überlegung, einen Euro einzuführen. Also es gab, der war Hans Ziegner zufälligerweise beteiligt, weil er damals nämlich in den 70er Jahren im Wirtschaftsministerium gearbeitet hat und hatte dann diese Zusatzaufgaben bekommen. Die waren schon sehr weit, es gab sogar 3 Runden und es gab ein fertiges Papier und die Werner-Gruppe hatte quasi, das war die Blaupause am Ende für den sogenannten Delors-Bericht, der erst Anfang der 90er Jahre dann Grundlage für den Maastricht-Vertrag wurde. Anfang der 70er Jahre. Dann gab es Ölpreiskrisen, also große Krisenzeit, Inflation etc. pp. Und dann die Rückkehr zum Protektionismus, die Rückkehr zur Nationalstaatlichkeit. Es gibt diese schönen Zusammenhänge, man sieht das, ich habe mich in der Arbeit sehr intensiv mit den Weltwirtschaftsgipfeln beschäftigt. Zu Beginn der 70er Jahre waren alle offen und wollten zusammenarbeiten, Globalisierung und so weiter. Und dann kam plötzlich Krisenzeit und alle zogen sich zurück. Also insofern gibt es da vielleicht, das versuche ich hier gerade live in Farbe zu erarbeiten, gibt es da wahrscheinlich Parallelen zur heutigen Zeit. Also wenn man Krise hat, hat man innenpolitisch wahrscheinlich so einen hohen Druck und versucht irgendwie mit diesem Druck umzugehen, dass man womöglich dann in dem Fall die Internationalität vergisst und nicht ausreichend gut zusammenarbeitet. Das kann schon wieder sein. Ja. Und mir fällt das auf, das ist so ein Beispiel für etwas, was ich gerade erlebt hatte. Ich hatte es vorhin mal kurz angesprochen beim Thema Verbot des Verbrennungsmotors. Ein großes Thema, was aktuell debattiert wird auf europäischer Ebene. Es war so schwer, auf deutscher Ebene einen Kompromiss hinzubekommen, dass man quasi technologieoffen bleibt und synthetische Kraftstoffe zulässt, nach 2035 den Verbrenner nicht sofort tot macht, weil man damit der deutschen Automobilindustrie, die wichtigste Industrie in Deutschland, für große Probleme stellen würde. Und dann kommt man in der aktuellen Phase auf die europäische Bühne. Und das ist quasi unmachbar, da einen vernünftigen Kompromiss hinzubekommen. Das ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, da haben Sie recht, dass in Krisenzeiten europäisch, international denken sehr schwierig ist. Ja, absolut. Herr Gehler hatte noch die Frage, Sie hatten die Frage nach der Depression. Ja. Die Depression ist sehr klar auch definiert, was bedeutet. Also wenn wir in ein tiefes Tal fallen, in eine tiefe Zeit von einer langen Rezession, dann eine Depression, das haben wir erlebt in der Weltwirtschaftskrise 29 zum Beispiel. Klar definiert, so klares Zahlenwerk. Ich glaube, davon sind wir noch weit weg. Wir haben jetzt gerade momentan einfach, wir hangeln uns in den letzten Jahren von Krise zu Krise. Wir hatten die Corona-Pandemie, wir haben die Ukraine, wir haben Energiepreiskrise. Und man kann jetzt ja nur hoffen, dass diese ganzen Pakete, die auch von der Bundesregierung auf den Weg gebracht worden sind, Gaspreisbremse, Strompreis, Entlastungspakete, und die es auch auf europäischer Ebene genauso gibt, dass die diese Krise abfedern und dass wir Welt, also es gibt ja weltwirtschaftliche Prognosen, die zeigen, dass wir das Schlimmste noch nicht erlebt haben und nicht gesehen haben mit der Krise, dass das schlimmste Jahr 2023 werden soll, also nächstes Jahr. Auch die Inflationsraten nächstes Jahr auf ein Top-Level kommen werden, aber dann ist es sich ab 2024 beruhigt. Wir leben immer in Zyklen, man lebt immer in Zyklen und es geht auch wieder bergauf. Ich glaube, das ist die positive Botschaft am heutigen Tag, aber wir sind gerade halt in dieser Stichwort Zeitenwende, wir sind gerade an einem ziemlich wichtigen Punkt und wir kommen gerade in unsere Zinsphase zurück, plus die Krisen, die wir haben. Also insofern, ich glaube, bei der Depression sind wir zum Glück noch weit weg. Und man muss immer sehen, das ist immer ganz wichtig, Deutschland ist heute Griechenland, also in dieser Energiekrise. Ja? Das, was Griechenland während des Euro gewesen ist, ist Deutschland gerade in der Energiekrise.
Wir sind eines der wenigen Länder in Europa, die wirklich so ein großes Energieproblem haben, weil wir uns in den letzten Jahren erstens sehr abhängig gemacht haben von Russland in den letzten 15 Jahren. Ja, da könnte man jetzt viel über die Verantwortung von Frau Merkel diskutieren, aber letztendlich haben wir das gemacht. Wir haben sehr auf die erneuerbaren Energien gesetzt und auf Russland und wir haben halt für diese Phase nicht vorgesorgt. Atomkraftwerke zum Beispiel auch abgeschaltet. Und das haben andere europäische Staaten nicht. Und deswegen sind jetzt im nächsten Jahr Italien und Deutschland die einzigen beiden Staaten, die ein negatives Wirtschaftswachstum haben werden. Also Stichwort Rückkehr des kranken Mannes von Europa. Und das sollten wir beachten, aber ich glaube, das Positive ist, dass die Solidarität, die Deutschland damals gezeigt hat, auch in der Euro-Krise, die bekommen wir momentan von europäischen Partnern auch. Und das ist auch das Positive an diesem Konstrukt Europa, dass wir unsere Solidarität, so wie man das momentan wahrnimmt, verlassen können. EZB-Stabilität ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kenne kein Szenario, wie eine Zentralbank angehen kann. Es geht mehr darum, dass man jetzt die Konsequenzen, die entstanden sind aus diesen letzten Jahren, ich hatte eine Folie noch drin, die habe ich noch rausgenommen, weil ich wollte nicht, dass es zu lang wird. Man muss sich mal anschauen, wie die Bilanz der EZB sich entwickelt hat im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Da sieht man, und dann vergleicht mit der Fed oder der britischen Notenbank. Das sind Welten, die dazwischen liegen. Also diese Bilanzen, die sind wirklich richtig aufgebläht. So, und dass eine Zentralbank pleite geht, wir haben ein Modell, wir haben ein Vorbild, das nennt sich Japan. In Japan passiert genau das, was in Europa passiert, nur halt immer ungefähr 5 bis 10 Jahre vor uns. Japan hat jetzt auch schon seit Ewigkeiten eine Nullzinspolitik, die machen genau das, was Europa gemacht hat, nur halt schon 10 Jahre länger. Und deswegen über ein Bankrott gehen, darum geht es ja, der Zentralbank, darüber müssen wir nicht reden. Nur was das halt bedingt, ist halt Inflation, ne, die ausgelöst wird. Und die müssen halt bekämpfen, also das Geld wieder aus dem Markt rausziehen. Weil ansonsten kann es passieren, dass wir in so einen galoppierenden Effekt reinkommen. Und der darf halt nicht passieren. Das wäre schwierig, aber da nochmal, ich glaube, die EZB hat da kein Erkenntnisproblem. Und ich glaube, die jüngsten Schritte, die waren sehr wertvoll. Und das gibt Hoffnung. Die Weltwirtschaft und die Ukraine. Ja, also letztendlich, das hat mich, ich muss sagen, auch mich hat das so ein bisschen überrascht, wie sehr man doch von der Ukraine abhängig ist. Ich glaube, Sie alle kennen das, dieses Thema mit dem Weizen zum Beispiel. Wir haben enorme Weizenprobleme plötzlich entwickelt durch diesen Krieg in der Ukraine. Da sind wichtige Felder abgebrannt, nicht mehr zugänglich und so weiter. Das gleiche natürlich dieser ganze Ukraine-Konflikt, wenn wir Krieg auf europäischem Boden haben, hat das natürlich große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die unheimlich stark vernetzt ist. Also wir haben doch in den letzten Jahrzehnten nichts anderes gemacht, außer zu globalisieren und zu sagen, durch Arbeitsteilung gibt es mehr Wohlstand. Das ist ja auch wahr. Also das ist ja empirisch auch belegt, dass wenn wir Arbeit teilen und diejenigen in dem Land das machen, was sie am besten können, und wir machen das, was wir am besten können. Wir haben in den letzten Jahren viele Autos vor allem gebaut. Dann führt das zu Wohlstand. Das ist eine grundlegende Theorie. Natürlich vernachlässigt diese Theorie kriegerische Auseinandersetzungen, weil die hatten wir einfach in Europa nicht mehr seit 70 Jahren. Und natürlich hat dann sowas, was gerade in der Ukraine passiert, einen ganz großen Einfluss auf den Wohlstand. Und die ganzen Auswirkungen, die dann auch zusammenhängen mit Russland. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, alles hängt mit einem zusammen. Und genau das sehen wir jetzt gerade auch im Ukraine-Krieg, wie groß diese Auswirkungen auf jedes, wahrscheinlich einzelne, nicht auf alle, aber auf viele Einzelunternehmen bis halt tief in den Mittelstand hineinhaben. Also definitiv. Vielen Dank. Wir haben alle Wissen für viele schwierige, komplexe Fragen, die aufgeworfen sind, und für Antworten, überzeugende Antworten, für Versuche, Antwort zu geben, weil die Glaskugel ist nicht hier und alles können wir noch nicht vorhersehen, aber wir haben sehr viel gelernt heute. Eine faszinierende Karriere. Besonders freut mich, dass Herr Algemissen an unserer Universität promoviert hat in Hildesheim, dass wir das erleben können, wie er sich weiterentwickelt und was er alles auf die Beine stellt. Chapeau. Ja, Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen, für Ihre Fragen, die Sie gestellt haben, für die Diskussion. Ihnen vor allen Dingen danke für die Präsentation, für den Vortrag und für die Diskussion. Wir freuen uns, wenn Sie wiederkommen. Nächste Woche haben wir einen der bedeutendsten Historiker aus Österreich hier zu Gast, Manfred Raupensteiner, der über ein Thema spricht, das eigentlich nicht sein eigentliches Thema ist, nämlich Militärgeschichte. Er spricht über ein Land unter Beobachtung. Gemeint ist Österreich, das seit 1918/19 bis herauf zu unserem Wunderkanzler Sebastian Kurz immer wieder kritisch beobachtet worden ist. Wie ist dieses Land von außen eingeschätzt worden? Und dabei spielt Deutschland immer eine wichtige Rolle. Was
passiert in Österreich, hat das Konsequenzen für Deutschland? Und Friedrich Heppel hat einmal gesagt, Österreich ist eine kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält. Das werden wir nächste Woche erfahren. Programme, wer sie noch nicht hat, liegen beim Ausgang, auch Broschüren, alle die vor der Ukraine-Krise erschienen, zum Mitnehmen, wenn Sie wollen. Danke fürs Kommen, schönen Abend und nochmal danke an die Allgemeinen.